Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Andreas Hofer. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Anne Jeton. Hallo Hofer, vielen Dank, dass Sie heute zum Gespräch da sind. Hallo zusammen. Wir wollen Sie erstmal vorstellen. Sie sind seit Anfang 2018 Intendant und Geschäftsführer der Internationalen Bauausstellung 2027, Stadtregion Stuttgart, kurz gefasst IBA 27. Davor haben Sie ein Architekturstudium an der ETH Zürich gemacht, waren Partner im Planungs- und Architekturbüro Archipel und haben sich dort für unter anderem für genossenschaftlichen Wohnungsbau engagiert. Daraus entstand zum Beispiel das Kraftwerk 1, ein ökologisches, soziales Siedlungsprojekt, bei dem Menschen eine Wohnung bekommen, die sonst normalerweise wenig Chancen darauf haben. Ja, und Herr Hofer, erstmal ganz zum Anfang. Wie wohnen Sie eigentlich hier in Stuttgart und in Zürich? Also ich wohne jetzt in Stuttgart, ich bin wirklich nach Stuttgart gezogen dann eigentlich, als ich diesen Job gekriegt habe, und ich wohne tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben mit meiner Partnerin in einer ganz normalen Wohnung, in einer wunderschönen im Stuttgarter Westen. Das heißt, das erste Mal will ich gleich nachfragen, wie haben Sie vorher gewohnt, wenn ich in einer ganz normalen Wohnung? Ich habe eigentlich immer in Wohngemeinschaften gelebt, also seit ich das Studium in Zürich begonnen habe, das war damals schon so eine Welle, wo wirklich akuter Wohnungsmangel herrschte, das war klar, dass du da dich irgendwie einrichten musst in Abbruchhäusern, und das ist dann so weitergegangen, und als das Kraftwerk dann stand, zuerst haben wir nicht daran gedacht, aber bin ich dann so in eine Wege reingerutscht dort, und in der habe ich gelebt, bis ich hier nach Stuttgart gekommen bin. Wie fühlt sich das jetzt an, das erste Mal mit, darf ich das sagen, mit Mitte 50 in einer eigenen Wohnung mit Ihrer Frau zusammen? Och, das fühlt sich ganz nett an. Wir haben uns das am Anfang schon auch überlegt, ob wir die IBA so zu, quasi zu einem Wohnlabor machen wollen. Und das war mir dann aber irgendwie zu viel mit hier Leute anstellen, Job aufbauen, und dann war es dann halt diese normale Wohnung. Aber ist ganz okay. Ja, weil der Vorteil von so einer WG ist ja, dass man auch gleich dann Leute, viele Leute kennenlernt. Wie haben Sie das in Stuttgart dann geschafft? Ich habe natürlich noch nie in meinem Leben in so kurzer Zeit so viele Leute kennengelernt, wie als ich hierher kam. Also das erste Jahr, das war wirklich die Tour durch die Region. Ich hatte, glaube ich, 160 Abendveranstaltungen. Und ja, du lernst über die Projekte, über das Team, das wir aufgebaut haben, über die Politik. Überall war ich dann irgendwie mal da und wurde eingeladen. Und jetzt ist das so ein bisschen ein Antidemenz-Test. Also wie viele von diesen Gesichtern kannst du da noch dauerhaft speichern? Und aber die Gesichter wahrscheinlich neu eher als die Namen, oder? Ich bin nicht so schlecht, aber bin tatsächlich ein bisschen an die Grenze gekommen. Haben Sie da irgendwelche Tipps, wie man sich Namen am besten merken kann? Ich bin da tatsächlich echt richtig schlecht drin. Also ich habe an der ETH bei einem Professor gearbeitet, und der hat wirklich vor dem Semester, das waren zum Teil 150 Studierende, hat er sich die Namen mit einem kleinen Bild geben lassen und das einfach so memorymäßig geübt, und vom ersten Tag an konnte er alle wirklich mit Vor- und Nachnamen ansprechen. Das habe ich zum Teil auch gemacht bei wichtigen Besprechungen, dass ich mir wirklich die Leute aus dem Internet rausgesucht habe, die Namen unten ran, zwei, drei Stichworte, das auch vorbereitet habe. Es ist schon wichtig, wenn du so als Fremder an einen Ort kommst, dass die merken, dass auch eine gewisse Wertschätzung dabei ist. Mhm. Wertschätzung. Tatsächlich mache ich das auch, wenn ich mit Menschen telefoniere, mit denen ich noch nie vorher zu tun hatte, schreibe ich mir den Namen tatsächlich bewusst auf. Und mir hat mal jemand gesagt, und wenn du dann nach 3 Minuten den Namen erwähnst, fühlt er sich unglaublich wertgeschätzt. Ich denke, boah, der weiß meinen Namen. Mhm. Guter Trick. Das geht ja zum Glück heute ein bisschen einfacher mit den mit dem Internet, dass man die Gesichter zuordnen kann. Ja, das stimmt. Das ist nicht schlecht. Man hat dann gleich den Namen und das Bild dazu, und ich finde, dann kann man sich das besser merken. Mhm. Genau, apropos Namen, das ist so eine kleine Tradition in Sprich Stuttgart, dass wir zunächst mal alle Namen auflisten derjenigen, die hier zu Gast waren,
Das ist eine kleine Tradition, die, so sagen wir, wir erst dann aufhören, wenn die Liste der Namen länger ist als unsere 2 Stunden Gesprächszeit. Okay, es waren zu Gast Cem Arat, Muhterem Aras, Irene Armbruster. Ist eigentlich auch ein guter Test für Sie, wenn Sie jetzt gerade alles schon kennen. Bis Cem jetzt, Arat, bis jetzt, jetzt alle. Genau. Irene Armbruster, habe ich gesagt, Wieland Backes, Marjoke Bräuning, Inés de Castro, ich betone das immer falsch, Joachim Dorfs, Tobias Elsässer, Serkan Ehren, Astrid Fünderich, Erik Gutier, Ulrike Groß, Moritz Hans, Philipp Hans, Christian Hermes, Timo Hildebrand, Cornelia Hortz, Elisabeth Kabatek, Dieter Kraus mit Ulrich Wegenast, Christiane Lange, Bär Lesker, Meckes, Stefanie Meyer-Holz, Cornelius Meister, Johannes Miller, Frank Knopper, Amina Usman Dauda, Phyllis Retschber, Timo Seier mit Axel Asfalk, Stefanie Schneider, Mini Schulz, Wolfgang Schorlau, Walter Sittler, Stefanie Stegmann, Stefan Wolf und wir freuen uns noch auf Vincent Klink, Sarah Dahme, Ingo Zamparoni und Michael Blume und heute Andreas Hofer. Na, ein paar Namen waren schon dabei, die Sie kannten, oder? Fast alle. Wow. Das ist wirklich, das finde ich deswegen wirklich bemerkenswert, weil wir viele Gäste haben, die können mit ganz vielen Namen wenig anfangen und da sieht man immer, wie, ja, ist man in seiner Blase unterwegs oder ist man breit unterwegs? Sie scheinen breit unterwegs zu sein, das müssen Sie ja. Ja, genau. Okay, und dann stelle ich noch Anne Jeton vor, genau, ist Absolventin des Qualifikationsprogramms Moderation am Institut für Moderation an der Hochschule der Medien und ist im Hauptberuf Redakteurin von Regio TV Schwaben. Danke. Und dann stelle ich dich doch auch gleich mal vor. Du bist Stefan Ferdinand, Professor für Journalistik an der HDM und Leiter des Instituts für Moderation. Ganz genau. So, und wir hören hier wunderbar ein Kind im Hintergrund. Das heißt, irgendwo sind wir hier und das gehört auch zu unserem Podcast. Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung. Und Herr Hofer, Sie dürfen sich jetzt als Reporter versuchen und den Hörerinnen und Hörern beschreiben, wo wir sind und warum wir hier sind. Wir sind hier am Nordrand von Stuttgart, schauen da runter ins Feuerbachtal, sitzen auf der Laborbühne inmitten von Spät-40er-Jahr-Häusern, die ein IBA-Projekt sind. Das Quartier erinnert mich an ein Quartier, in dem ich sehr lange gearbeitet habe in Zürich. Auch so eine Siedlung, die nach dem Zweiten Weltkrieg am Stadtrand entstand, übrigens auch am nördlichen Stadtrand, dann wichtig war für ganz viele Menschen, die in die Stadt gezogen sind. Damals waren diese Quartiere unglaublich beliebt. Da hattest du die erste Wohnung mit einer Küche, einem eigenen Bad, solchen Dinge. Junge Familien, viele Kinder, viel Grün um die Häuser rum. Und dann irgendwann so in den 80er Jahren werden die Häuser alt mit den Menschen und man muss sich überlegen, wie es weitergehen soll. Und das führt dann zu schwierigen Prozessen an vielen Orten, aber auch so zu einem Generationenwechsel und plötzlich ist die Zeit reif, dass man spürt, da müssen sich jetzt wirklich auch Dinge verändern, da müssen Dinge neu erfunden werden. Die Gesellschaft hat sich aus den Häusern herausentwickelt, könnte man sagen, neue Themen sind da und dann stellt sich die Frage, wie soll sich dieses Quartier entwickeln? Was kann bleiben? Was muss verändert werden? Vieles soll und muss bleiben. Das sind ja auch ganz günstige Wohnungen, die ganz wichtig sind für den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft. Aber in diesem Fall hier, und das ist natürlich schon eine spannende Geschichte, das waren so ziemlich die ersten Häuser, die hier entstanden sind, 1948, 1949. Leute, die aus dem Krieg zurückgekommen sind, aus dem Osten, Flüchtlinge, eigentlich im eigenen Land. Und die Stadt komplett überfordert hat gesagt, geht da mal an den Stadtrand, auf den Acker, helft euch selber, macht da was. Und da gibt es eindrückliche Bilder, wie die wirklich den ersten Winter quasi in Hütten hier auf dem Bauplatz gelebt haben und sich dann langsam diese Welt aufgebaut haben und dann natürlich auch in den 50er Jahren in diesen Nachkriegsaufschwung hineinkamen, Arbeit fanden und sich dann hier ein Quartierleben eingerichtet haben, das bis heute so plus minus funktioniert.
Und als dann die Genossenschaft entschieden hat, Neues Heim heißt sie, einen Teil dieser großen Bestände, die sie hier hat, halt wirklich auch abzureißen, um in Ergänzung zum Bestand für barrierefreie, kleinere, neue Wohnformen Häuser zu bauen, auch mehr zu bauen, als jetzt dasteht, bei aller Rücksicht auf den Grünbestand, auf die Bäume, ist dann schlussendlich zu einem IBA-Projekt geworden. Wir sind dann relativ früh in diesen Prozess hineingekommen, haben darüber diskutiert, wie macht man das, welche Ansprüche formuliert ihr, was heißt Zukunftsfähigkeit heute, was heißt Nachhaltigkeit. Diese Häuser sind jetzt 70 Jahre alt. Das, was wir jetzt bauen wollen, sollte mindestens so lange dann wieder dauern. Das heißt eigentlich bis ans Ende dieses Jahrhunderts, eines Jahrhunderts, von dem wir alle nicht so genau wissen, in welche Richtung es sich noch entwickeln wird. Das ist hochspannend. Wir sind mittendrin im Thema. Deswegen haben Sie sich diesen Ort ja ausgesucht. Diese Barackensiedlung, die Sie angesprochen haben, die kann man hier auch anschauen. Zwar nicht mehr in den Baracken, zum Glück, die es damals gab, aber es hängen Teppichstangen hier, wie das damals ja so üblich war. Zwischen den Häuserreihen waren die Teppichstangen und da hängen Teppiche zum Teil drüber, aber eben auch große, ich nenne es jetzt mal Fotobettlaken, wo diese Fotos drauf gedruckt sind und man die Geschichte dieses Quartiers hier nachvollziehen kann. Ich finde es total spannend, zwischen diesen Häuserzeilen durchzulaufen und diese Geschichte zu erfassen. Jeder, der in Stuttgart das noch nicht kennt, dem lege ich es hiermit nahe. Und wir selber sitzen in einem sehr netten, schicken Holzverschlag zwischen den Bäumen. Oder man kann sagen, der Holzverschlag ist um die Bäume herum gebaut worden und ist ein bisschen erhöht. Das ist das eigentliche Labor. Was hat es mit diesem Labor auf sich? Das gehört natürlich auch zu so einer Geschichte der Neuerfindung. Du hast es mit Menschen zu tun, das ist ihre Heimat, die leben hier. Also die Kommunikation, es ist eine Genossenschaft, also die Leute sind so in einer Doppelrolle, sie sind auch Teil der Unternehmung, ihnen gehört diese Genossenschaft auch, jetzt nicht unbedingt ihre individuelle Wohnung, aber die Genossenschaft als Ganzes. Das heißt, wenn man dann solche schwerwiegenden Umbauprozesse in Angriff nimmt, dann spielt die Kommunikation natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Und die machst du am besten da, wo es die Leute betrifft. Und das war dann natürlich diese sehr schöne Idee, einen kommunikativen Prozess, den es schon länger gibt, jetzt wirklich hier zwischen die Häuser zu bringen, diese Bühne, sie nennen es ja Laborbühne, aufzubauen. Hier soll der Diskurs über die Entwicklung passieren. Hier soll aber auch vielleicht ausprobiert werden, wie dann diese neuen Wohnformen aussehen könnten. Also man redet davon, Musterwohnungen hier auch im Umfeld aufzustellen. Es gab auch schon prominenten Besuch. Die neue Ministerin, Frau Razavi, war hier. Also man spürt da vielleicht auch so etwas wie eine Wertschätzung der Geschichte und der Zukunft gegenüber. Und es soll natürlich auch eine Plattform sein, wo die Kinder spielen, wo Veranstaltungen stattfinden und wo solche Gespräche, wie wir es heute führen, hier vor Ort rankommen eigentlich an die Veränderung unserer Stadt, an die Weiterentwicklung unserer Stadt. Wie geht man denn auf solche Menschen denn dann zu am besten? Also wie machen Sie das? Wie spricht man die Leute hier an? Es braucht sehr viel Zeit. Wenn du über Lebensraum und vielleicht auch Umzug und für dich verändert sich die Situation. Wir haben ja immer wieder solche, das haben wir gelernt. Es gibt nicht, ich werde 20 und ziehe mit meiner Familie in eine Wohnung und dann irgendeinmal bist du 65 und dann geht es nur noch hinten runter. Wir haben ja gemerkt, dass wir alle mehrmals in unseren Biografien, in unserem Leben uns neu orientieren müssen. Damit kann man besser oder schlechter umgehen. Was aber wichtig ist, ist Wertschätzung, wurde jetzt schon ein paar Mal gesagt, Zeit und ein Eingehen auf die individuellen Motive und Wünsche. Und das ist hier, glaube ich, auf eine gute Art schon mal gelungen, weil natürlich für ganz viele Menschen
das ist ja eigentlich die Erstbewohnerschaft, die jetzt wirklich ins hochbetagte Alter kommt. Da kommen auch neue körperliche Bedürfnisse. Die Wohnung ist vielleicht ein bisschen zu groß geworden oder sie ist nicht mehr so leicht erreichbar. Das heißt, es gibt schon ganz viele Menschen, die eigentlich aus dem persönlichen Erleben heraus sich mit Veränderungen auseinandersetzen müssen. Und wenn sie dann sehen, dass jetzt schon auf der anderen Straßenseite ein relativ großer Neubau entstanden ist, der eben diese Zugänglichkeit und diese komfortableren auch jetzt für Menschen vielleicht mit gewissen Beeinträchtigungen besser nutzbaren Wohnungen anbietet. Wenn Sie sehen, dass hier über Jahre Wohnungen nachbesetzt werden, zum Beispiel von Studierenden, von Kunstprojekten, solchen Dingen, also man lässt ihnen Zeit, da auch rauszugehen, sich im Quartier neu zu orientieren, vor allem auch im Quartier bleiben zu können. Das ist fast wichtiger, glaube ich, als jetzt die spezielle Wohnung, mit der vielleicht natürlich auch viele Geschichten verbunden sind, dann kommst du in einen Dialog, dann winkt plötzlich die alte Frau aus dem Fenster, wenn hier eine Veranstaltung ist und zeigt uns ihre Wohnung, solche Dinge. Und ist natürlich auch ein Ort, wo nicht alle Leute Deutsch können, ist auch ein Ort, wo jetzt doch auch wieder viele Kinder sind. Da braucht es dann auch die Offenheit, sich mit ganz unterschiedlichen Formaten an diese verschiedenen Gruppen heranzubewegen. Also ist mir auch aufgefallen, wir haben viel mit Partizipation gearbeitet, dass hier halt schon gerne, wenn es ums Bauen geht, Partizipation heißt, ich rufe mal in die Nachbarschaft, wer könnte dagegen sein? Mhm. Und die sind sich das auch geübt, weil sie diese Rolle seit Jahren in jedem Fall, wo Veränderung droht, spielen. Und dann müht man sich in einer Negativspirale ab und am Schluss sind viele, die es wirklich betrifft, gar nicht gehört worden. Und darunter leide ich als Architekt natürlich auch sehr stark. Man hat dann kaum die beste, also das Projekt wird kaum besser, sondern es wird dann am Schluss so beiges Mittelmaß. Mhm. Und das finde ich eigentlich das Schlimmste. Also positive Kräfte auch zu heben, selbst in so nicht ganz konfliktfreien Prozessen, das müsste Partizipation eigentlich leisten. Und da arbeiten wir sehr stark und auch sehr selbstkritisch. Wenn du dann, gewisse Gruppen sind sehr schwer erreichbar, da muss man dann so wie fast in eine verantwortungsvolle Stellvertreterrolle hineingehen, teilweise auch im Wissen, dass du das nie 100% triffst und sicher auch Leute enttäuschst. Das ja, genau. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, wenn man hier seit immer wohnt und da jahrelang wohnt und sich da irgendwie was aufgebaut hat, auch in der Wohnung, dann kann ich mir das schon auch vorstellen, dass man da vielleicht auch ein bisschen dran hängt. Wie viel Feingefühl braucht man da auch bei den Leuten? Da braucht man Feingefühl und ich glaube, das ist ein Teil unseres Berufs. Also auf der einen Seite ist Architektur etwas unglaublich Materielles, Grobschlächtiges. Also der Wortstamm hat sogar etwas mit Macht und Herrschaft zu tun. Und das, darunter habe ich eigentlich immer auch ein bisschen gelitten. Also dass du eigentlich Kräfte in Gang setzt, jetzt rein auch materiell. Eine Baustelle hat etwas Gewalttätiges. Und damit dann schlussendlich auch das Leben von Menschen bestimmst, ihre Räume, ihre intimste Umgebung eigentlich definierst. Das ist ein Konflikt, mit dem ich mich ein Leben lang auseinandergesetzt habe und da vielleicht eher ein bisschen auf die softe Seite gerutscht bin, fast übervorsichtig geworden bin darin auch. Ich staune da manchmal über das Selbstbewusstsein gewisser Kollegen. Ja, damit gehen wir um und Schönheit ist natürlich vermutlich das Schlüsselwort. Also nicht aufhören vor all diesen auch ökonomischen und politischen und weiß ich welchen Zwängen so aufzugeben im Anspruch, unsere Stadt, unsere Zukunft, eigentlich unseren schönen Lebensraum weiterzuentwickeln und zu gestalten. Man hat hier draußen an dem Labor ist eine große Tafel und da sind so mit der Kreide draufgeschrieben die Veranstaltungen, die hier stattfinden. Ich fand das, dieses Wort ist so blöd, aber es ist so schön niederschwellig. Ja? Also es ist so irgendwie hingepinselt und jeder darf sich angesprochen fühlen und muss nicht groß jetzt, ich weiß nicht was, Ticket lösen, keine Ahnung, sondern kann einfach sich einklinken.
Aber wenn wir einen Schritt zurückgehen, weil Sie das gesagt haben, es ist eine Genossenschaft. Das heißt, Sie brauchen ja für so etwas und auch für dieses IBA-Projekt einen Partner, der sagt, wir lassen uns die Zeit, der sagt, wir gehen diesen Weg und wir machen eine Partizipation, die ehrlich gemeint ist. Das bedeutet, wir haben Schwierigkeiten, wir tragen das mit. Was machen Sie bei Projekten, wo eher die Investoren das Sagen haben? Da können Sie doch sowas gar nicht machen. Also das Genossenschaftliche, so rumgefragt, ist das eine Voraussetzung, um Wohnen in dieser Stadt neu anzupacken? Also so absolut würde ich es nicht sagen. Ich selber komme aus dem Genossenschaftsstall. Genau, die Anna hat es am Anfang ja gesagt. Genau. Wobei, ich komme eigentlich nicht aus dem Genossenschaftsstall. Ich lernte ihn kennen und nutzen. Vergleichbare Situation in Zürich ist ja nicht berühmt für die günstigsten Wohnungen und den günstigsten Lebensstil. Und da spielen natürlich die Genossenschaften als ausgleichendes Element schon eine sehr lange Zeit, also konkret über 100 Jahre, eine ganz zentrale und wichtige Rolle. Die Anteile von, bei uns heißt es immer noch, gemeinnütziger Wohnungsbau, das wurde hier ja abgeschafft, 1990. Das ist allen bekannt und bewusst, dass diese Stadt nur funktioniert, weil 25% der Wohnungen eben nicht in diesen Marktprozessen unterworfen sind. Im Boom wie in der Krise, muss man sagen. Also Genossenschaft hat etwas unglaublich Konservatives. Im Sinne von Bewahrendes. Im Sinne von bewahrend. Ja. Das wäre dann auch spannend, wenn man weiter über was heißt konservativ eigentlich nachdenkt, ja, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Also dieses, ich bin Teil eines größeren Ganzen, ich könnte es mir auch allein nicht leisten, also wenn wir dann auf die Einfamilienhausdiskussion noch schwenken, also geht nicht, alleine schaffe ich es eigentlich nicht mehr in dieser Stadt, mir eine gebaute Existenz zu errichten, aber im Zusammenschluss. Und dieser Zusammenschluss heißt dann natürlich auch Kompromiss und ein bisschen Distanz von meinen individuellen Bedürfnissen, können wir eine Gemeinschaft bilden und können wir auch die Mittel stemmen, um dann im großen Stil, ein großes Thema für mich hier, diese Kleinteiligkeit der Wohnungsdiskussion, die belastet mich, weil hier siehst du eigentlich, wie über den Mut zur großen Tat dann eben auch eine Dauerhaftigkeit entsteht. Also wenn wir dieses Haus hier abreißen, dann reißen wir nicht die Genossenschaft ab, dann ergänzen wir oder korrigieren wir in einem ganz kleinen Maßstab an etwas Großem. Und das ermöglicht dann ganz konkret auch, dass ich eben vom einen Haus ins andere umziehen kann. Das ist so eine Generationenlogik in die Bestände hineinbringt. Das wurde alles hastig in einer Notzeit gebaut. Da stellen wir jetzt fest, ist auch alles ein bisschen gleich, kann gewisse Funktionen nicht mehr erfüllen. Das heißt, ich kann dann da situativ und über längere Zeit, eine Genossenschaft ist auf die Ewigkeit angelegt, also wird dann nicht verkauft an irgendwen. Das sind natürlich schon Mechanismen und Gesetzmäßigkeiten, die einer Stadt unglaublich gut tun. Daneben darf es das andere vielleicht auch geben. Also das Schnellere, auch das Modischere, das Hipstermäßige, ja, das Hochspielen von Quartieren, dann fallen sie auch wieder runter. Das ist auch Teil der Stadt. Aber das Gleichgewicht zu halten und natürlich immer der schwächere Teil der Gesellschaft, der auch droht, in solchen Prozessen zu opfern zu werden. Ja. Wie sehen das denn die Genossenschaften? In dem Fall, wenn Sie sagen, man braucht ja auch ein bisschen das Hipsterige, das Moderne. Ich glaube, die Genossenschaften hier, das ist etwas, was wir ganz viel diskutieren. Es gibt so wie einen Versatz von etwa 20 Jahren. Viele Diskussionen, die wir jetzt hier führen, erlebten wir in Zürich vor 20 Jahren. Zum Beispiel? Das ist ja spannend. Genau dieser Generationenumbruch, ja, okay, hat verschiedene Hypothesen. Ich meine, Zürich war auch eine Industriestadt, mhm, und da gab es natürlich eine Krise der Industrie, die gab es hier so nicht. Die war bei uns in den 70er, 80er Jahren. Das heißt, schlicht die,
die Arbeiterklasse ging quasi verloren oder verlor ihre Existenzberechtigung. Und das hat dann schon in den 80er Jahren zu wirklich vergleichbaren Diskussionen, Ersatzneubau, Generationenwechsel, neue Wohnformen, solche Dinge geführt, die hier jetzt extrem akut werden, glaube ich. Also das sagen die Genossenschaften auch selber, das sind ihre Pionierprojekte jetzt, nachdem man sehr lange verwaltet hat, auf eine gute Art, auch die Bestände unterhalten hat, man hat sie eigentlich nie in Frage gestellt. Und jetzt ist man so an diesem Punkt, wo man das tun kann, vielleicht auch tun muss. Und da können wir natürlich vermutlich auch sehr viel voneinander lernen, weil es ist ja nicht so, dass sich die Geschichte eins zu eins wiederholt. Aber solche Erfahrungen dann auch mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen Ländern, aus anderen Städten zu diskutieren, erlebe ich sowieso im Moment, dass europaweit so etwas wie ein sehr qualifizierter Diskurs über Stadt und Stadtrand, kann man vielleicht auch sagen, die Rolle der Stadt, der Stadtregion über die Grenze hinaus gedacht sogar. Es gab lange so einen City-Diskurs, also finde ich übrigens in Stuttgart auch immer noch sehr viel ausgeprägter als in anderen Städten. Wir haben vorher kurz über Aufbruch Stuttgart geredet. Ja. Also die können sich ja eine Kulturinstitution nur auf 800 Meter zwischen Stadtpalais und Hauptbahnhof vorstellen. Mhm. Und das ist etwas, was ich total schräg finde, oder? Mhm. Also, dass du nicht ein Museum dazu brauchst, irgendwo am Stadtrand einen dynamischen, spannenden Prozess in Gang zu setzen oder ein Gebiet zu erschließen. Also, dass man nicht viel lockerer mit Territorium spielt. Das ist hier wirklich noch so. Also, die einen kommen von der Halbhöhenlage in den Bräuningen am Samstag einkaufen mit dem fetten Auto und verschwinden dann wieder, die anderen gehen ins Opernhaus. Und Stadt ist eigentlich so fast ein Bild von Stadt, das viel zu eng ist in meinen Augen. Auch für mich eine Hypothese, weshalb Stuttgart in vielen Bereichen auch schon nicht so städtisch ist. Also du hast über diese Eingemeindungen, über den kleinen Kessel, in dem wohnen ja vielleicht ein Viertel der Stadtbevölkerung, hast du natürlich ganz viele Menschen, in der Schweiz würde man sagen, die in der Agglomeration leben, ja, die eine indirekte Beziehung zur Stadt haben. Und das bestimmt sicher auch das politische und das kulturelle Leben dieser Stadt. Ist das auch der Grund, warum Stuttgart vielleicht so ein bisschen spät dran ist? Das ist vermutlich ein Grund, ja. Also Wohlstand oder man könnte auch sagen Wohlstandsverwahrlosung in gewissen, Dingen und dieses ambivalente Verhältnis zum wirklich Städtischen, das sind sicher Gründe, die wichtig sind für die Befindlichkeit dieser Stadt. Ich überprüfe mich gerade selbst, weil ich ja schon sehr lange in dieser Stadt lebe. Ich bin hier geboren, aber ich sag mal, mein aktives Berufsleben hat eigentlich immer nur hier stattgefunden. Und muss ganz ehrlich sagen, ich oute mich jetzt, das Thema Genossenschaften zum Beispiel hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und wenn man Stuttgarterinnen und Stuttgarter in der eigenen Blase fragt, und assoziierst du was beim Begriff Genossenschaften in dieser Stadt? Weißt du, wo die hier aktiv sind? Dann ernte ich ein großes Fragezeichen. Also, Genossenschaft? Wie? Und deswegen fand ich persönlich das für mich so spannend, hierher zu fahren, um das mal vor Ort zu sehen. Deswegen bin ich Ihnen, Herr Hofer, sehr dankbar, dass wir das hier machen. Aber können Sie es mal in Zahlen ausdrücken, wie viel Anteil von Wohnungen haben wir in Stuttgart, die genossenschaftlich organisiert sind? Und können Sie es mal vergleichen mit anderen Städten, dass man mal so eine Größenvorstellung kriegt und überhaupt die Vorstellung, die Idee, welche Rolle kann das spielen? Also es gibt in Stuttgart noch die Städtische Wohnungsbaugesellschaft, die SWSG, die besitzen 18.000 Wohnungen. Die Genossenschaften besitzen etwa 10% aller Wohnungen. Also ich schätze, ich habe jetzt die Zahl nicht ganz im Kopf, aber bei 600.000 Menschen werden wir es mit etwa 300.000 Wohnungen in Stuttgart zu tun haben. 10% davon wären etwa 30.000. Zürich jetzt hat 25%, also 6% kommunal, 19% genossenschaftlich, auch sehr viel mehr, sind über 120 Genossenschaften in Zürich.
Das sind so diese Industriestädte, von denen gibt es einige in Europa. Und dann gibt es natürlich noch Wien, wo irgendwie 80% aller Wohnungen auf städtischem Boden, in städtischer Hand oder in Zusammenarbeit mit Genossenschaften entstanden sind. Das sind dann völlig andere Wohnmodelle. Aber es gibt eine gewisse Kontinuität, jetzt in aller Unschärfe, halt, weil die Städte auch eine ähnliche Geschichte erlebt haben im 19., 20. Jahrhundert, dass irgendetwas zwischen 10% und 20% und die Hypothese ist, es wäre klüger, wenn es 30% wäre, wie in einem komplementären Markt sich befindet, der jetzt nicht nur den Kräften des Marktes unterworfen ist. Wolfgang Schorler war hier bei uns zu Gast im Podcast und in seinem neuesten Roman, Dengler-Roman, beschreibt er ja die Wohnsituation in Berlin, wo ja, und nicht nur dort, viele Wohnungen in öffentlicher Trägerschaft ja verscherbelt wurden, kann man ja eigentlich sagen, oder er sagt verschenkt, mehr oder weniger. Hatten wir das hier auch bei uns? Also gab es diese Entwicklung bei uns auch? Diese Entwicklung gab es in Stuttgart auch, also bis vor etwa 10 Jahren wurden noch kommunale Wohnungsbestände verkauft auf dem freien Markt. Das war für mich natürlich auch eine spannende Geschichte, wenn du von außen kommst. Ich habe versucht, auch, ich kenne Deutschland natürlich schon länger, ich war auch an vielen Konferenzen hier, habe sogar schon während dem Studium mal eine Zeit in Berlin selber gelebt. Aber das dann doch so auch in der eigenen Alltagslebenswelt mitzubekommen. Und ich habe da schon so eine Hypothese. Also Deutschland war natürlich schwer zerstört nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann hat man mit sehr viel staatlicher Regulation übrigens, also wenn du dir da so Nachkriegsgesetze anschaust, das war ja, da wurde dir die Wohnung zugewiesen. Und, Planwirtschaft. Also wirklich, musste man natürlich dieses extrem knappe Gut. Und das hat dann zu diesen riesigen parastaatlichen Wohnbaukonzernen geführt, stark verbandelt mit Gewerkschaften und Sozialdemokratie, eigentlich so dieser Nachkriegstraum. Und dann ist es mit der neuen Heimat natürlich quasi fulminant untergegangen. Und in einem gewissen Sinne war die Wohnraumversorgung dann auch gelöst als Problem. Und dann kam so ein lustiger Diskurs über die Shrinking Cities. Das war ein sehr deutsches Phänomen, so um die Jahrtausendwende, wo wir das Gefühl hatte, wir sind jetzt am Ende der Wohngeschichte angekommen, es braucht keinen sozialen Wohnungsbau mehr. Die anständige deutsche Mittelstandsfamilie, die kann sich das Häuschen oder die eigene Wohnung leisten. Die staatlichen Systeme haben sich zurückgezogen, eben diese Gemeinnützigkeit wurde abgeschafft und kommunale Wohnbestände wurden verkauft. Und man hat damit gerechnet, dass es einen demografischen Wandel gibt, dass die Städte sowieso eher an Personen verlieren. Und Berlin ist natürlich noch ein bisschen ein Sonderfall, aber eher im Sinne einer Überzeichnung dieser Entwicklungen, dass man Deutschland eigentlich auf Abbruch bewirtschaftet hat, sage ich jetzt mal. Das hat im internationalen Vergleich zu sehr tiefen Mieten geführt. Also ich meine, diese 4,50 Euro, von denen gewisse Leute träumen, das kannst du nicht nachhaltig bewirtschaften. Ja. Auch mit dem besten Willen und als Genossenschaft, da fehlt dir das Geld für die Erneuerung. Das ist jetzt halt einfach so, wie es ist und dann fällt es irgendwann mal zusammen. Und das war die Stimmung, sage ich jetzt mal, bis etwa 2010. Und da ist sehr viel verloren gegangen, sehr viel auch an gesetzlichen Grundlagen, vielleicht auch an sozialer Kohärenz. Jeder kümmert sich um sich selber. Und dann ist man in erfolgreichen Städten, und Stuttgart gehört natürlich dazu, auf dem völlig falschen Fuß erwischt worden von dieser Urban Renaissance, wie wir sie auch eigentlich in ganz Europa an verschiedenen Orten beobachtet haben. Und es fehlte da ein bisschen wie das Vitamin oder die Impfung gegen diese auch unglaublich internationalen Finanzialisierten. Das ging ja dann zusammen mit diesen 0% Zinsen und Anlagenotständen, Pensionskassen, Milliarden. Und da war quasi die Stadt als Beute ziemlich wehrlos diesen Kräften ausgeliefert. Und darunter leiden wir jetzt, glaube ich, alle.
Und wie wehrt sich die Stadt jetzt? Oder wie kann sich die Stadt jetzt wehren? Sie kann sich nur schlecht wehren. Das ist die schlechte Botschaft. Wohnungsbestände, auch ökonomische Strukturen in Städten, die sind nur sehr, sehr schwer und langfristig quasi ins Positive zu drehen. Verlieren tust du sehr schnell, zum Beispiel indem man verkauft. Zurückerobern oder selber wieder Alternativen aufbauen, da steckst du natürlich in den langfristigsten planerischen Prozessen, die man sich vorstellen kann. Deshalb tut es ja auch so weh. Also nur schon quasi diesen Zustand wieder zu erreichen, den es schon mal gab, ist eine Herkulesaufgabe, der sich Politiker und Politikerinnen gerne nicht stellen, weil in ihrer 4 Jahre Amtszeit da halt die großen Lorbeeren nicht zu holen sind. Jetzt haben wir ja gerade OB-Wahl gehabt. Das war ja auffällig, dass das Thema Wohnraum natürlich ein Wahlkampfthema war. Und es wurde auch immer mit Zahlen operiert oder häufiger mit Zahlen operiert. Da war ich immer ein bisschen skeptisch. Kann man das versprechen, so und so viel 1000 Wohnungen pro Jahr und so? Was sagen Sie da dazu? Oder ich will, oder sagen wir mal, ex post, jetzt ist die Wahl ja vorbei. Wir können ja jetzt munter weiterreden. Ist sowas realistisch, dass man solche Wahlziele postulieren kann? Das ist realistisch und das hat auch schon funktioniert. Sei es aus politischen Gründen, also viele Städte, ich habe das Beispiel Wien vorher genannt, die haben natürlich in dieser Phase 1920 bis 1935 mit riesigen Wohnbauprogrammen, auch mit alle Mittel flossen da rein. Es gab dann eine Wohnsteuer, also das ist bis heute irgendwie 1% der Einkommen, nicht der Steuern, der Einkommen fließen in einen Wohnbaufonds. Das sind natürlich unglaubliche Gelder und das hat auch diese Resultate erzeugt. Frankfurt, ein bisschen leerliegendes Beispiel, ebenfalls das neue Frankfurt, das war ein politisches Programm, das hat man gemacht. Natürlich, das ist jetzt eine Zeit lang her und in der Zwischenzeit wurde auch schon sehr viel mehr bebaut. Das ist ja dann diese Wir haben keine Flächendiskussion, die man auch jeden Tag hört. Die Problemlagen sind schon sind vielleicht schon ein bisschen differenzierter und komplexer heute. Aber wo ein Wille ist, ist auch bei dieser schwierigen Frage ein Weg, würde ich jetzt mal sagen. Und wahrscheinlich, also es gibt ja dann wahrscheinlich noch mehr Probleme. Es ist vermutlich unglaublich teuer und in Stuttgart gibt es ja eigentlich, was Sie jetzt gerade schon angesprochen hatten, relativ wenig Platz. Also es ist ja schon alles vergeben sozusagen. Oder sehen Sie da, oder wo sehen Sie da noch Potenzial? Ich sehe eigentlich überall Potenzial. Und das mit dem unglaublich teuer. Die Mieten haben sich etwa verdoppelt in den letzten 10 Jahren in dieser Stadt. Das heißt, wenn du vor 10 Jahren gebaut hättest, wie verrückt, dann wären das jetzt die günstigen Mieten. Also das hat bis jetzt eigentlich immer funktioniert. Also diese Häuser, die wir hier sehen, die waren nicht so günstig am Anfang. Mhm. Also viele Genossenschaften in ihrer Gründungszeit, die haben es fast nicht geschafft, für ihre Mitglieder bezahlbaren Wohnraum herzustellen. Das habe ich vorher gemeint mit der Langfristigkeit. Also du brauchst unglaublich viel Zeit, um so in einen Bestandszyklus hineinzukommen. Neubauten sind immer teuer. Boden ist dann, wenn du ihn kaufst, immer teuer. Aber heute ist das ja die wertvollste Ressource, die diese Genossenschaft hier hat. Dieser Boden, der gehört der Genossenschaft. Darauf kannst du, weil du jetzt eben nicht diese teuren Bodenpreise einkalkulieren musst, auch jetzt, wenn man neue Häuser baut, natürlich schon mal mit 30% weniger Miete einsteigen am Anfang. Das sind die Hebel, an denen man eben leider nur sehr langfristig schrauben kann. Und die zweite Frage vom Platz, das ist lustig, also Privileg meines Alters. Ich höre jetzt seit 30 Jahren, dass Zürich gebaut ist, dass es keinen Quadratmeter mehr gibt. Und die bauen ja wie noch nie. Also irgendwo stimmt das dann auch nicht. Ich glaube, das hat schon auch etwas damit zu tun, dass Menschen, die sich nicht jeden Tag mit Stadtveränderungsprozessen auseinandersetzen, das Bild des Jetzt, das nimmst du sofort. Wir sind ja sehr anpassungsfähige Säugetiere. Also
merkt man auch, wenn ein Haus abgerissen wird, dann ist Baustelle und wenn es steht und ich dann frage, und was war vorher da? Nach ein, zwei Jahren weiß das niemand mehr. Mhm. Also man adaptiert sich unglaublich schnell an die gebaute Umwelt, wie sie sich jetzt präsentiert. Und wenn du nicht auch weißt, wie Nutzungszyklen sich zum Beispiel verändern, also ich habe natürlich in meiner Biografie diese ganze Deindustrialisierung begleitet und da war plötzlich ein Drittel der Stadt war da, also verfügbar, als Fläche, oder? Und das wünsche ich jetzt Stuttgart natürlich so nicht, aber wir haben da schon Flächen gefunden. Für mich schlagend ist diese ganzen S-Bahn-Stationsumfelder, Gewerbegebiete, die ein bisschen heruntergekommen und eingeschossig genutzt sind. Vielleicht kommt die große Büroumnutzungswelle, das könnte durchaus sein, jetzt auch in diesen Post-Corona neue Arbeitswelten. Mhm. Also kurz zusammengefasst, irgendwo fällt immer etwas brach, irgendwo gibt es immer eine Fläche und das ist dann halt die Frage der Agilität und vielleicht auch der Regulation. Das ist natürlich in Deutschland ein ganz riesiges Problem, dass du dann gar nicht reagieren kannst, weil irgendjemand mal in einen Plan reingeschrieben hat, das ist jetzt Gewerbegebiet, das soll es auf alle Zeiten bleiben. Mhm. Da ist man sehr, sehr, sehr unflexibel. Unflexibel. Mhm. Jetzt, das ist eine spannende Diskussion, wir müssen die IBA mal eintüten. Wir müssen mal eine Vorstellung davon geben, was die IBA, glaube ich, ist. Also wir haben jetzt hier ein wunderschönes Projekt, finde ich, schon greifbar machen können. Aber wenn Sie mal versuchen, die IBA zu beschreiben, was sie ist und was sie uns bringen soll, wie würden Sie das einem Laien jetzt erstmal verständlich machen? Also ich habe ja immer gesagt, Chef einer IBA sein zu können, ist der geilste Job, den Europa zu bieten hat. Um es mal so einzuordnen. Ja. Warum? Als Schweizer und als Architekt haben wir natürlich immer nach Deutschland geschaut. Also historisch, das war auch einer meiner ersten Ausflüge, als ich Architektur zu studieren begonnen habe, ist man natürlich nach Stuttgart gefahren und hat sich diese Weißenhof-Siedlung angeschaut. Übrigens auch dann gerade noch in Kombination mit der Staatsgalerie. Und dann lernst du diese Geschichte kennen, diese Auseinandersetzung mit der Industrialisierung, das war ja eigentlich die Wurzel. Also, vom Weißenhof, also dass man, also auf dem Weißenhof wohnt. Geht noch einen Schritt zurück, also 1907, die Gründung des Werkbunds. Mhm. Also Industrialisierung als Zumutung, als existenzielle Zumutung, als Explosion der Städte, als enge Belastung, schwierige Arbeitsverhältnisse und aber gleichzeitig natürlich auch als unglaubliche Produktivität, also Stahl, Maschinen, alle diese Dinge. Und der Werkbund war der Versuch, diese Kräfte nutzbar zu machen für die Menschen, jetzt nicht nur als Einkommen und Lohn, sondern auch als moderne Möbel, als industriell hergestellte Wohnungen, als schlussendlich sogar industriell hergestellte Stadt. Also eigentlich eine Versöhnung von in dem Sinne sehr, sehr clever. Also wie kannst du eigentlich die Zumutung zur Lösung des Problems machen oder die Dinge nutzen? Und da waren dann diese Siemens und AEGs und aber auch die ganze junge Avantgarde haben versucht, an diesem Thema zu arbeiten. Mhm. Und diese internationale Bauausstellungshistorie, die ist ein bisschen verworren. Man könnte auch schon 1901 Darmstadt dazu nehmen, die Mathildenhöhe, egal. Ich finde eigentlich, es ist ein Industriezeitalterprojekt, das dann 27 auf dem Weißenhof, übrigens gab es kleinere auch schon 1914, Köln, spielt ja alles keine Rolle, aber dass es in Deutschland immer wieder die Versuche gab, im Maßstab 1:1 mit den Herausforderungen der Zeit
demonstrativ in die Zukunft zu schauen. Das wäre meine einfache Definition von internationaler Bauausstellung und dabei eben nicht so im eigenen nationalen Saft zu kochen, sondern dazu auch Leute von überall her einzuladen. Das wäre dann das I, oder, in der internationalen Bauausstellung. Wir holen die Leute, wir holen den Le Corbusier, den Marzstamm hier nach Stuttgart, die sollen mal zeigen, was sie können und was dann da rauskommt, das zeigen wir der Welt. Und wir sind im Hier und Jetzt mit dem Material, das wir haben, mit dem Geld, das wir haben, mit den Gesetzen, die wir haben. Und gleichzeitig versuchen wir so wie einen Schritt in eine Zukunft zu machen. Das hat ganz viel Schizophrenes, unter dem wir jetzt auch permanent leiden. Also wie kannst du Zukunft im Jetzt darstellen? Faszinierende Aufgabe, ist aber immer wieder irgendwie gelungen an so Umbruchzeiten. Also natürlich kam dann die schwierige Zeit in den 30er, 40er Jahren, aber schon 56 hat man in Berlin gesagt, und jetzt zeigen wir es der Welt wieder und wir zeigen es auch Ostberlin, dass wir es besser können, hat dann die Interbau gemacht. Und dann 86, 87 nochmal in Berlin. Ich habe damals in Berlin gelebt und das hat mich geprägt als Mensch und als Architekt natürlich. Dieses Ringen um die bestehende Stadt, also die besetzten Häuser. Reißen wir das jetzt alles weg? Was bedeutet diese Gründerzeitstadt für uns? Gleichzeitig vor dem Hintergrund einer Moderne. Und dann hat man es ja wie exemplarisch in zwei Teile geteilt, die IBA neu mit ersten ökologischen Bauten, Selbstbau, solchen Dingen, und die IBA alt als Rekonfiguration von Kreuzberg. Am Ende dann kam Ruhrgebiet mit der IBA Emscher Park. Also die großen Fragen des Industriezeitalters wurden eigentlich immer mit IBAs verhandelt, und wir jetzt 100 Jahre Weißenhof, wieder die gleiche, ich würde sagen, Aufgabe: Wie können wir diese 150 Jahre Industriegeschichte abschließen und in eine nachhaltigere, postfossile, stark digital und virtuelle vermutlich auch Zukunft aufbrechen? Und daran arbeiten zu dürfen, ist wirklich Der geilste Job von Europa. Das heißt aber auch, dass es auch immer was mit Wandel zu tun hat, weil wir ja jetzt auch in einem großen Wandel sind. Und damals war ein großer Wandel. Und heute ist ein großer Wandel. Genau. Ja. Vielleicht sortiert man das auch halt so unbewusst dann in diese Schubladen ein. Eigentlich ist Stadt ja immer Wandel. Also. Ja gut, aber der Weißenhof war jetzt natürlich schon hatte einen extrem symbolischen, oder hatten zumindest heute diesen Charakter, ich weiß gar nicht, ob es damals so war, da kenne ich sie aber sicher auch, wie Sie gesagt haben, also Corbusier und Mies van der Rohe und so, und alle waren hier und haben gezeigt, wie es sein könnte und wie es ja auch ist. Da hängt die Latte hoch. Was zeigen Sie? Also was bekommen wir dann zu sehen? Also es ist sicher nicht mehr so, dass du eine junge Generation hast, die seit 10 Jahren mit den Hufen scharrt und die einfach nicht darf, oder? Und dann kommt so in einer ziemlich zufälligen, auch politischen Situation dieser Ruf. Und auch sehr kurzen, muss man ja auch sehen. Extrem kurz. Sehr kurz, weil ein paar Jahre später war das alles weg vom Tisch, aus Gründen, die wir alle kennen und die man nie wieder haben will. Und die Antwort kann man ja oben auch sehen. Also die Antwort der Nazis auf Weißenhof ist ja auch architektonisch verewigt, was ja auch spannend ist. Also gut, aber jetzt schweife ich ab. Das heißt, dieses Reißbrett sozusagen, das haben Sie nicht, diese Möglichkeit. Welche haben Sie dann? Oder wie nutzen Sie es heute, 100 Jahre später? Also das Reißbrett haben wir schon. Ich wollte eigentlich eher sagen, dass wir nicht eine überreife Frucht haben, die nur noch einen Platz suchte. Ja, das war wirklich, ja, die haben darauf gewartet, die waren bereit, die haben die Pläne in der Schublade gehabt. Und es war dann eher eine, auch nach dem Ersten Weltkrieg, durch den Ersten Weltkrieg schon verzögert und dann nach dem Ersten Weltkrieg auch nochmal nicht ganz einfach. Also
das lag überreif da und hat dadurch natürlich dann auch diese Sprengkraft und Sichtbarkeit als erstes Beispiel erhalten. Was mich fast noch verblüffender finde, wie schnell es nachher dann noch eben in Frankfurt und Berlin quasi sofort in den großen Maßstab fand. Die haben ja dann Zehntausende von Wohnungen gebaut, eigentlich mit diesen Prinzipien. Diese Eindeutigkeit und vielleicht auch diese Spaltung zwischen modern und konservativ, die haben wir heute so nicht mehr. Das ist alles sehr viel komplexer geworden. Bauen ist auch zu einem Statussymbol und Standortmarketinginstrument verkommen. Also das geht mir schon im Kopf rum. Wir haben jetzt diese Weltausstellung in Dubai, wo ja auch keiner genügend verrückt sein kann mit neuen Materialien und Technologien und Formen. Und jeder zentralasiatische Diktator bestellt bei Saha Hadid auch noch irgendein Museum. Also da gibt es so eine Hochglanz-Architekturelite, die skrupellos und ohne jede Moral irgendwie in der Welt rummarodiert und Spitzenarchitektur produziert. Das können und wollen wir, glaube ich, nicht. Ich finde aber schon, dass Stuttgart vermutlich einer der interessantesten Orte ist, jetzt in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts, um die Frage nach der Stadt der Zukunft zu stellen, weil die Dinge auf dem Tablett liegen. Mhm. Also du hast diese Industrie noch, mhm, die produziert diese Autos als Produkte. Zehntausende, Hunderttausende von Menschen, die in diesen Zusammenhängen leben. Du hast diese Stadt mit ihrer Geschichte, du hast diese Stadt mit ihrer Architekturgeschichte, mhm, mit ihren konservativen Strömungen, Bonatz, Schmidhenner, gleichzeitig mit dem Hypermodernismus im Leichtbau und Freiotto und alle diese Dinge. Also das ist eine Gemengelage, die, ich glaube, genügend Material bietet, um wirklich neue Antworten, mhm, zu finden. Und da bewegen wir uns im Moment sehr stark im Kontext der produktiven Stadt, wie wir es nennen. Und das ist eine Tätigkeit, aber auch ein Ort. Mhm. Also wenn Sie vorher, wenn Sie vorher gefragt haben, wo sind die Orte, dann es gibt es natürlich verschiedene Kategorien von Orten, aber es gibt so eine Ortskategorie, die, wenn wir jetzt von Gewerbegebieten oder vielleicht auch von gewissen Produktionsstätten reden, die sicher einen kompletten Wandel erleben werden über die Produktionsweise, also Stichwort Industrie 4.0, Robotisierung, Digitalisierung, alle diese Dinge. Also da stehen die Leute ja nicht mehr um den glühenden Topf rum und gießen da was, gibt es auch noch, aber vieles nicht mehr. Also das sind Orte, die sich verändern werden. Das sind auch Orte, die häufig Leerstellen waren im Stadtgefüge, also abgegrenzte, umzäunte Industrieareale, in die wenn man sich am Neckar entlang bewegt, dann merkst du eigentlich diesen Rhythmus, mhm, des alten Weindorfs, des Vororts, des Industriegebiets. Industrie und genau, und mit dem Fahrrad kann man das wirklich, man fährt am Rohren vorbei und an Weinbergen, das finde ich immer so sinnbildlich. Ja? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass diese produktiven Orte sich neu erfinden, mhm, nicht im Sinne von Industriebrache und dann machen wir da ein schönes Wohnquartier, sondern wenn die sich aus ihrer Logik heraus neu erfinden und plötzlich zu einem Quartier oder zu einem Dorf, das ist ein schwieriger Begriff, werden der eine ähnliche Charakteristik und auch Zugänglichkeit hat, wie vielleicht noch der alte Dorfkern aus der Weinbauernzeit, dann haben wir doch eine völlig, völlig neue territoriale Situation. Und können Sie das mal greifen? Also ich habe ja auf der Website oder greifbar machen und habe mir die Projekte angeguckt. Also Sie haben die produktive Stadt angesprochen. Sie gliedern die IBA-Projekte in verschiedene Titel. Die produktive Stadt, die Zukunft der Zentren, Orte der Bewegung und Begegnung, der Neckar als Lebensraum, was ja räumlich auch größer gedacht ist als nur der Fluss ist nicht an der Stadt, was immer wieder hier so gesagt wird. Und das Erbe der Moderne, haben wir ja jetzt schon drüber gesprochen. Und dann bin ich die Projekte so durchgegangen und dachte, wow, ich kriege das gar nicht zusammen. Postareal Böblingen,
Ich nenne mal ein paar, einfach damit man ein paar Schlagworte. Adaptives Hochhaus in der Uni Stuttgart, glaube ich. Leonardsvorstadt, kommen wir gleich mit Sicherheit noch drauf. Stöckach, das alte Gelände der NBW, ist damit, glaube ich, umrissen. Die Wagenhallen Stuttgart, das kann ich mir mittlerweile sehr gut vorstellen. Die Bahnstadt Nürtingen, Quartier Neckar, Spinnerei Unterboingen, Otto-Quartier. Also so, das sind lauter regionale Punkte und ich versuche mir immer vorzustellen, das Dach darüber. Und das fällt mir so schwer. Also, weil wir vom Weißenhof kamen. Der Weißenhof ist so einfach, weil es sind 2 Quadratkilometer, ich spitze das jetzt mal zu, und auch noch nicht mal. Und da haben wir das alles. Und jetzt diese ganzen Punkte sind so schwer zu greifen. Also die Frage hat 2 Komponenten. Das eine ist effektiv das Regionale. Das habe ich natürlich auch gesagt. Also bitte kuratorisch eine Region mit 179 Kommunen, ich weiß doch auch nicht, 80 Kilometer breit und 60 Kilometer hoch. Ja. Das ist eine Herausforderung, liebe Leute. Also das ist so. Aber der andere Aspekt ist natürlich, was hat das miteinander zu tun? Und diese Projekte, die haben eigentlich alle sehr viel miteinander zu tun. Wenn wir jetzt überlegen, was wir die letzte halbe Stunde besprochen haben, dann sind das alles Zones in Transition, also Orte der Veränderung, Orte im Umbruch, Orte auch, wo sich Bezüge allenfalls neu herstellen lassen. Also häufig Orte, wo sich auch verschiedene Dinge überlagern oder überkreuzen und wo wir so fast ein bisschen beispielhaft oder lehrbuchmäßig eigentlich die Herausforderungen und die Potenziale dieses Erbes der Moderne, wie ich jetzt mal sage, also wenn wir Moderne ein bisschen breiter fassen als Industriezeitalter, 150 Jahre, wo wir dieses Erbe der Moderne neu verhandeln können. Also im Sinne von Hegel, der kommt ja auch von hier, oder dieses berühmte Aufheben in seiner ganzen Dialektik, also man nimmt es mal vom Boden auf, um es genauer anschauen zu können, vielleicht stellt man es ins Regal, damit es da, oder in den Tresor, damit es da nicht mehr rauskommt, und vielleicht hilft es uns auch zu verstehen, wie wir Dinge aufheben im Sinne von Neudenken können, um dann in die Zukunft zu gehen. Also ich glaube, so drum macht es dann plötzlich wieder Sinn. Sollen wir mal ein Beispiel angehen? Ich habe auch gerade gedacht, wäre irgendwie schön, jetzt ein konkretes Beispiel mal ich hätte eins. Dafür zu haben. Ja. Das Züblin-Parkhaus. Ja, weil da gehen so die Emotionen hoch und ich glaube, an dem kann man doch jetzt relativ viel festmachen. Vielleicht müssen wir kurz erklären, was da gerade passiert. Also wir reden über die Leonhardsvorstadt, über 2 Quartiere, die zueinander finden sollen. Das war ja ein Projekt von Ihnen. Vielleicht beschreiben Sie es selber. Ich muss das gar nicht tun. Was tut sich da in der Leonhardsvorstadt? Also grundsätzlich ist es die erste Stadterweiterung von Stuttgart, also mittelalterlich. Und war es 1 Quartier, also eben die Leonhardsvorstadt. Und dann sind 2 Dinge passiert. Also auf der einen Seite hat man es abgetrennt von dem wirklich ersten mittelalterlichen Stadtteil mit einer 10-spurigen Bundesstraße, die B14. Natürlich mit all ihren, neben der Trennwirkung, mit dem Lärm und dem Dreck und alles, dann war es natürlich auch teilweise ziemlich zerstört. War übrigens während meiner Studienzeit eines dieser europaweit am meisten diskutierten Projekte, wie man diesen vorderen Teil zum Olga-Eck neu bebauen soll. Da gab es ja zuerst Pläne, dort ein technisches Rathaus zu bauen, so diese typischen 60er-Jahre-Fantasien. Auf jeden Fall war es dann eines der ersten so sanfter, wiedererfindender Städtebau mit einer sehr Kleinteiligkeit. Man hat versucht, Mittelalter mit modernen Mitteln neu zu bauen. Sieht man ja heute jetzt. Und dann mitten rein noch so 2 fette Parkhäuser, oder? Und das eine davon ist eben das Züblin. Ja. Schön auf der anderen Straßenseite der Leonhardskirche.
Bohnenviertel vorne, ziemlich kuschelig, Gärtchen, Häuschen in dieser mittelalterlichen Anmutung. Hinten dran das, was Stuttgart so an Drogen- und Rotlichtmilieu zu bieten hat auf 200 Meter. Also komische Maßstäbe, wenn du aus einer anderen Stadt kommst, auch irritierend, wie wenig das da passiert. Also ich meine, in Zürich tobt da der Bär am Samstagabend in Niederdorf, oder? Und hier, ja, boom, schwierig. Total viele tolle Leute auch, die sich seit Jahrzehnten zum Teil in Sozialarbeit und in all dieser Gemengelage mit dem Ort auseinandersetzen. Also schon ein hoch aufgeladenes Gebiet. Und jetzt steht dieses Parkhaus zur Debatte. Also 1962 gebaut, ich bin 1962 geboren, also ein Haus so, gleich alt wie so ein reifer Mensch, steht da und die Stadt wirft das so richtig ins Spiel. Mhm. Also mit ein bisschen schlechtem Gewissen vermutlich auch. Da wollen wir jetzt etwas Gutes machen, oder? Und dann gibt es einen sehr aufwendigen, vorbildhaften, partizipativen Prozess. Dann kommt Corona, man stellt aber alles um und erfindet wirklich Formate. Genau, das ist räumlich ja unten auch verortet. Da gibt es ein Büro oder einen Raum, wo das alles stattgefunden hat oder immer noch stattfindet. Also es ist nicht einfach nur Theorie, sondern es ist richtig praktisch und räumlich verortet. Ähnlich wie die Laborbühne hier, konnte da die Stadt einen leerstehenden Waschsalon kurz mal als Projektbüro zur Verfügung stellen. Man hat Baukästen entwickelt, wo die Leute da quasi ihr Modell der Stadt bauen konnten. Mhm. Aber auch, war uns auch wichtig von Anfang an, das ist jetzt kein spekulatives Projekt, also das ließen wir uns auch unterschreiben. Also hier suchen wir Formen auch der nachhaltigen Bewirtschaftung, vermutlich Erbpacht. Hier hören wir das Quartier mit seinen Bedürfnissen, die sollen Platz haben. Hier möchten wir einen Beitrag für den preisgünstigen Wohnungsbau für unterschiedlichste Gesellschaftsschichten leisten. Hier kann vielleicht das eine oder andere soziale Projekt, das seit Jahren Raum sucht, sich auch ansiedeln. Also dieser Anspruch, der war formuliert und ich glaube auch in großer Ehrlichkeit. Und da steht jetzt so ein summarisches Raumprogramm. Es wird irgendeine Form von Konzeptvergabe geben. Wir suchen eine Art Konsortium, das in der Lage ist, so ein Gebäude zu bauen und gleichzeitig auch diese Flächen, zum Teil sind es auch kommunale Ansprüche, die dann noch kommen werden, aufzunehmen in diese Struktur an der Klippe zwischen Quartierheilung, Kompensation von vielem, was schiefgelaufen ist, natürlich auch städtebaulich diese Wunde, und das sprechen Sie vermutlich an. Ganz genau. Ja, weil Sie ja jetzt vorgeschlagen haben, dass man dieses Parkhaus vielleicht gar nicht abreißt, sondern es neu nutzt, anders nutzt. Und ich will das überhaupt nicht beurteilen, sondern ich habe nur den Prozess beobachtet, wie, weil Sie diese Wunde angesprochen haben, wie sofort reflexartig, ich will das wirklich nicht bewerten, ich beschreibe es nur, reflexartig hat es geheißen, wie, das Ding muss man doch abreißen. Also diese Heilung, diese über 50 Jahre währende Wunde dieses bescheuerten Parkhauses, was keiner möchte. Klar, irgendwie Autos müssen wir wohin, aber das Parkhaus will keiner. Also weg damit. Also das war so der erste Reflex. Und jetzt kommen Sie mit dem Vorschlag, nee, lasst mal nachdenken. Vielleicht kann man das nutzen. Vielleicht ist es nachhaltiger. Waren Sie überrascht über die emotionale Reaktion, die es dann gab? Oder ist die für Sie erklärbar? Ja, also ich war zuerst einmal überrascht, dass man nicht zugehört hat, weil ich könnte mir es jetzt einfach machen. Wir haben gelernt, dass bestehende Betonstrukturen unglaublich viel Energie enthalten. Mhm. Und wenn man die wegreißt, zerstört man diese Energie, muss sie nachher wieder dahin bringen. Es ist schlicht ein Gebot der Stunde,
wenn ich eine massive Struktur habe, mir zu überlegen, ob ich sie oder Teile davon in welcher Form auch immer wieder erhalten kann. Also, und wir stehen ja eigentlich erst... Also das ist die ökologische Seite, die eigentlich sozusagen bei nüchterner Betrachtung gar keine andere Alternative erstmal zulässt. Als ersten Schritt. Genau. Und wir stehen ja noch bei diesem ersten Schritt, das haben wir auch immer gesagt. Das muss jetzt abgeklärt werden. Das gibt technische, statische, physikalische, chemische Punkte, die du da anschauen musst. Und in dieser Phase stecken wir jetzt. Also überhaupt kein Entscheid in irgendeine Richtung ist gefällt. Der Vorschlag kam übrigens auch gar nicht von mir, sondern in diesem Prozess, wo ganz viele Leute mitgeredet haben, auch städtische Ämter, wo es um Kaltluftschneisen und was es da so alles gibt in Stuttgart ging, hat man herausgefunden, dass ein Neubau sowieso ungefähr den gleichen Footprint haben könnte. Also das neue Haus steht an der gleichen Stelle und ist gleich groß. Oder? Und dann kam von verschiedener Seite, auch aus dem Quartier übrigens, das war jetzt nicht eine verblasene Architektenidee, kam dann, auch weil man schon Erfahrungen gemacht hat, auf dem Dach gibt es ja Urban Gardening, im Erdgeschoss gibt es einen Kunstraum, hat man gesagt, du, könnte man das nicht noch weiter denken in diese Richtung? Also das ist mal die Ausgangslage und da stehen wir in aller Bescheidenheit. Und dann gehe ich aber schon gerne noch einen Schritt weiter, weil ich habe eine gewisse Leidenschaft natürlich entwickelt, gebe ich zu. Im Sinne von, wäre es nicht stärker, das zu tun? Ob wir es können oder nicht, das wissen wir noch nicht. Aber wenn wir von Wunden in Städten sprechen, kann eine Strategie sein, quasi mit dem Skalpell da ranzugehen. Und dann gibt es aber noch so homöopathischere Strategien, indem du dich wirklich mit deiner Vergangenheit auseinandersetzt und versuchst, vielleicht aus der Wunde eine Qualität zu machen oder eine Geschichte zu erzählen. Also, wenn ich sage Parkhaus, Auto, mit dem ganzen Stuttgarter Kontext dieser Diskussion und dann sage ich, okay, eine Struktur, die in dieser Autologik entstanden ist, die zähmen wir jetzt für die Stadt als Quartier. Und wir nehmen sie nicht weg, sondern wir interpretieren sie subversiv neu. Sie erzählen eine Geschichte. Wäre das nicht auch eine heiße Geschichte, oder? Ja. Ein bisschen so ist es schon. Ja. Wie kann man sich das denn vorstellen, dieses Parkhaus dann am Ende? Oder was können Sie sich da vorstellen, wie man das erneuern kann? Weil ich es mir gerade noch nicht so richtig, Du hast kein Bild vor Augen. Genau, ich habe kein Bild vor Augen, wie das funktionieren kann, dieses alte Parkhaus neu zu machen. Das ist eine, ich glaube, Anne, das ist die zentrale, der Schlüssel für diese Emotionalität in der Debatte. Ich glaube, vermute ich jetzt mal, weil man sich das eben noch nicht vorstellen kann, bin ich im Reflex sofort dabei und sage, komm, lieber abreißen und präsentiere mir was Neues, Schönes, Modernes, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber nicht an diesem alten Zeugels darum machen. Also ich glaube, es könnte ein Schlüssel für diese Emotionalität sein, weil die Fantasie nicht reicht. Das ist ja immer, wir haben es ja hier auch schon bei Ersatzneubau oder überhaupt bei baulichen Transformationsprozessen von Städten angesprochen, dass das Nicht-Vorstellen-Können dessen, was kommt, ist natürlich in einem Laiendiskurs, sage ich jetzt mal, ist das immer eine große Herausforderung. Ich glaube aber nicht, dass das etwas damit zu tun hat jetzt. Ich glaube es wirklich nicht. Ich versuche mich so von verschiedenen Seiten an das Ding anzunähern. Wir haben nämlich parallel dazu schon auch die Frage diskutiert, welche Häuser sollten wir denn jetzt bauen, wenn wir nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Stichwort Avantgarde, Stichwort komplett verändernde Arbeits- und Wohnverhältnisse. Und was dir da schnell in den Sinn kommt, das sind gelungene Beispiele, die häufig etwas mit rauen Strukturen zu tun haben. Also ich habe das konkret bei diesen Industriearealumnutzungen erlebt. Und das ist eigentlich die Plattform, der Flugzeugträger, irgendwie, das sind Strukturen, die eine generische Einfachheit haben.
und die du auffüllen kannst mit unterschiedlichen Lebenswelten. Das ist nicht ein völlig blödes Bild. Und dieses Bild ist nicht so weit weg von einem Parkhaus. Ja. Also was macht ein Parkhaus anders als Autos stapeln? Mhm. Und im Falle vom Züblin Parkhaus, ich will jetzt da nicht ins Schwärmen kommen, aber fällt einem dann natürlich noch auf, dass das Ding eine gewisse logische Schönheit hat. Wir sind da nämlich am Hang. Das geht genau um ein Geschoss Differenz zwischen unten Leonhardskirche und oben Weberstraße. Und die haben eigentlich einfach in diesen Hang hinein eine Plattform gelegt und diese Schräge dann noch sechs Geschosse weiter hochgestapelt. Eigentlich haben wir es mit einem sehr seltenen Gebäudetypus zu tun, mit einer unendlichen Spirale. Das Guggenheim-Museum, oder? Mit einer sehr mäßigen Steigung, die zum Beispiel auch mit einem Rollstuhl befahren werden kann, in allen Belangen. Das Haus ist begehbar. Ja. Und dann plötzlich, wenn ich dann über diese Diskussionen von komplexen Raumprogrammen und da ist ja jetzt auch noch sehr viel Skater und Jugend und Sport sollte auch noch irgendwie Platz haben, dann fragst du dich, ist das eigentlich nicht verdammt nah an dem dran, was man will. Was man sowieso will. Ein Haus, das öffentlich ist, das zugänglich ist, das begehbar ist, das vielleicht sogar ein Dach hat, auf dem etwas passieren kann, in das unterschiedlichste Nutzungsvorstellungen in einem gewissen Kontrast eingereiht werden, sich auch vielleicht in der Zeit verändern können, als Bild sind wir gar nicht so wahnsinnig weit davon weg. Und das Emotionale, ich habe es ehrlich gesagt wirklich nicht ganz verstanden, ist dann, glaube ich, eher einfach ein anderes Bild. Und darauf kommen wir vielleicht auch noch. Das fängt an in einer panischen Angst vor großen Strukturen. Das hat etwas mit Trauma aus Großsiedlungen der 60er Jahre zu tun, ist meine Interpretation. Andere würden sagen, mit diesem schwäbischen Kleingeist, das kann ich nicht beurteilen, der in den letzten 20 Jahren einfach in eine andere Richtung sich entwickelt hat. Also Stichwort Baugruppen, Tübingen, Freiburg, solche Dinge, wo man, ich kenne die Diskussion, eigentlich aus einer Frustration über die moderne Stadt gesagt hat, können wir die mittelalterliche wieder irgendwie bauen. Mhm. Und die mittelalterliche, da war die Parzelle ganz wichtig, oder? Ja. Und dieses Areal ist ja sehr kleinteilig. Die Leonhardsvorstadt. Und vielleicht ist dann diese Angst tatsächlich, also das wäre ein Erklärungsmuster. Aber umso mehr das Bedürfnis dann zu sagen, sprengt dieses Parkhaus weg. Also es war konkret auch die Forderung. Die Forderung war, macht jetzt irgendein Verfahren möglichst kompliziert, wo sich jedes Grüppchen quasi mit seinem, ich überspitze jetzt, mit seinem Haus auf seiner Parzelle einrichten kann. Und da gab es dann aber schon auch spannende Diskussionen in die andere Richtung. Ich bin so in einem Begleitgremium des Regenbogenhauses und die sind auch seit Jahren daran, die suchen einerseits einen geschützten Ort, wirklich für Menschen, die unter dieser Situation jetzt akut massiv leiden, die irgendwo geschützt werden müssen, und andererseits suchen sie Sichtbarkeit für ihr Anliegen, für ihre Veranstaltungen. Also die sind in einem Widerspruch, wenn Sie an die Planung Ihres Hauses denken. Und ich habe dann mit einer Protagonistin mal einfach so völlig unverbindlich im Gespräch sind darauf gekommen, dass eigentlich so eine Megastruktur, sage ich jetzt mal, die ganz Unterschiedliches vereinigt, also vielleicht gar kein schlechter Ausweg aus diesem Dilemma wäre, weil du dann eben nicht sagst, puh, Regenbogenhaus, Regenbogentafel, und versteht ihr, was ich meine? Sondern weil das wie Teil des größeren Regenbogens, nämlich unserer Welt und unserer Gesellschaft wird, wo sich auch verschiedene Dinge ansiedeln, gegenseitig befruchten, vielleicht auch sich sogar wie gegenseitig ein bisschen schützen können. Also noch ein Assoziationsding. Ich habe immer so Mühe mit diesen sozial definierten, also das Wort Gemeinschaftsraum finde ich fürchterlich, oder? Also, ich habe einen Raum und da schreibe ich Gemeinschaft drauf. Und
dann soll sie da gefälligst stattfinden. Also brauchen wir nicht sehr viel mehr Ambivalenz? Halten wir die Widersprüchlichkeit nicht auch aus von unserer Stadt, die wir haben? Wir sind eine komplexe Gesellschaft. Und da ist einfach dieses Tablar, diese generische Struktur, das richtige Bild. Ob sie jetzt physisch sein wird, ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall, man spürt es ja jetzt, da ist so viel Material und also Emotion jetzt im positiven Sinn, würde ich mal sagen. Einfach weil es anregend ist, weil es einem zum Weiterdenken über Werte provoziert, dass sich die Diskussion nur schon so mal gelohnt hat. Das finde ich schön, wie Sie das am Ende positiv eintüten können. Ich finde übrigens also das ist jetzt ganz subjektiv, wir werden übrigens, Sie haben den Kunstraum unten angesprochen, Sarah Dahme wird bei uns ja auch im Podcast zu Gast sein. Und ich finde das eigentlich ein sehr gelungenes Beispiel, wie man so einen Raum auch sichtbar für das Umfeld neu definieren und nutzen kann. Keiner würde das in Frage stellen und würde sagen, das funktioniert nicht. Also das finde ich eigentlich ganz spannend, was da passiert. Ich bin sehr froh, dass Sie jetzt am Züblin-Parkhaus mal deutlich machen konnten, wie vielschichtig dieses IBA-Thema für uns nämlich ist in Stuttgart. Und deswegen freue ich mich, dass Sie da so klar Position bezogen haben. Wir können noch mal einen Schritt zurückgehen und gucken, was Sie dabei auch beruflich geprägt hat. Und da konnten wir jemanden befragen, der sich damit eigentlich ganz gut auskennt. Sprich Stuttgart, Best Buddy. Ja, wir sprechen heute mit Andreas Wirz. Er ist Teil des Architektenbüros Archipel. Herr Wirz, was genau ist Archipel und was verbindet Sie da auch mit Andreas Hofer? Archipel ist heute ein Projektentwicklungs- und Beratungsbüro in Zürich. Wir beraten und begleiten vor allem gemeinnützige Bauträgerschaften bei der Entwicklung von Neubau-, Umbau- und Sanierungsprojekten. Also wir vertreten dort eigentlich die Bauherrenseite. Ursprünglich sind wir aber angetreten mit einem neuen Ansatz oder einem neuen Planungsverständnis. Und als klassisches Architekturbüro, wir haben auch ein paar wenige, muss man sagen, aber ein paar Bauten selber erstellt. Ich habe Andreas Hofer kennengelernt, weil er eigentlich Gast bei mir in meinem Atelier war. Ich hatte 1994 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH in Zürich diplomiert und für meine Diplomarbeit entschieden, die nicht an der Hochschule zu machen, sondern in einem eigenen Atelier. Habe ich mit einem Kollegen gemietet in Zürich an der Wurstrasse. Und wir haben unser Atelier zur Verfügung gestellt, gleichzeitig als Treffpunkt einmal im Monat bar zu machen für das neu zu gründende Kraftwerk 1. Diese Wohnbaugenossenschaft kommen wir vielleicht noch dazu. Und Andreas Hofer war Gast dort eigentlich, auch als Mitbegründer dieser Genossenschaft. Und so haben wir uns kennengelernt. Später haben wir zusammen diese Firma gegründet. Aus der Idee, wir waren eigentlich junge Studienabgänger und hatten uns lange mit der architektonischen Form auseinandergesetzt. Und irgendwann war dann das Bedürfnis schon da, sich zu überlegen, ja, wem dienen dann diese schönen Häuser eigentlich und wie geht es den Leuten, die da drin wohnen? Und das war eigentlich das Verbindende, dass wir gesagt haben, wir müssen uns mehr mit den Inhalten auseinandersetzen, auch mit der Form, aber eigentlich die Form aus starken Inhalten heraus generieren. Das war so ein bisschen die Idee für unsere gemeinsame Zusammenarbeit. Warum waren Sie sich da so sicher, dass Sie da mit dem Andreas Hofer ja eine gute Partie sich ausgesucht haben? Ja, das weiß man ja nicht sofort. Zuerst ist es mal eine Option oder ein Potenzial und dann beginnt man zusammen zu arbeiten und merkt, ob das funktioniert oder nicht. Und so war es eigentlich bei uns auch. Also wir haben zusammen dann später diese Genossenschaft Kraftwerk gegründet, 1995. Eigentlich aber noch nicht in Zusammenarbeit als gemeinsame Firma und als gemeinsames Unternehmen. Das kam eigentlich dann erst ein bisschen später. Und wir haben herausgefunden, dass das funktioniert, weil wir ähnliche Vorstellungen davon haben, wie die Welt aussehen könnte oder was Chancen und Möglichkeitsräume wären, solche Projekte zu entwickeln. Das hat uns eigentlich verbunden. Am Anfang muss man ehrlicherweise sagen, auch ein bisschen die Erfolglosigkeit.
1994, 1995 war in der Schweiz absolute Immobilienkrise. Also wenn man ab der Schule kam, war es klar, dass man keine Arbeit hat. Also das Earning a Living war auch wichtige Aufgabe dieses Themas. Also wovon lebt man überhaupt? Und dass das eine funktionierende und ein florierendes Unternehmen wurde, das war dann eigentlich eher eine Entwicklung in der späteren Zeit. Das heißt, Sie kennen ihn jetzt schon sehr, sehr lange, über viele, viele Jahre. Können Sie vielleicht ein, zwei gemeinsame Erlebnisse erzählen, die Sie mit Andreas Hofer hatten und an die Sie sich noch gut erinnern können? Also ich glaube, in dieser Zeit als junge Architekten war die prägendste Erfahrung, wenn man in Chefetagen von irgendwelchen Industrieunternehmungen sitzt, die Freude oder die Herausforderung der Zukunft eigentlich verloren haben. Weil das war eigentlich die Chance oder der Ansatzpunkt, diese darbende Industrie in Zürich, die dann plötzlich große Freiräume frei werden ließ, große Areale. Und als wir gemeinsam in diesen meistens Dachterrassen, Sitzungszimmern mit irgendwelchen Industrievertretern saßen und darüber diskutierten, ob wir vielleicht ihr Land übernehmen könnten. Das war sicher so eine prägende Erfahrung, dass man eigentlich ohne Geld in der Tasche auf Immobiliensuche oder auf Grundstückssuche ist. Das war sicher prägend. Haben Sie sich danach dann auch darüber unterhalten und was war so Ihr Resümee? Ja, natürlich, es ist ja immer, wir hatten den Vorteil, dass wir behaupten konnten, wir seien eine Bewegung. Diese Idee, auf diesen Industriearealen neue Wohn- und Lebensformen auszuprobieren, die traf auf ein großes Interesse in der Stadt Zürich. Es gab ja auch ein Buch als Startpunkt dieser Idee und das haben wir 700 Mal verkauft und die Behauptung war natürlich, wir sind 700. Und das hat uns eigentlich die Stärke gegeben und natürlich hat man darüber gesprochen, ob das nun jetzt Hochstapelei sei oder ein gutes Mittel zum Zweck und wir haben uns dann für das zweite entschieden. Und was ging es in dem Buch? Das Buch hat ein bisschen frech auf einem Industrieareal, dem Sulzerischer Wiesareal, dieser großen Sulzer Firma hat das gehört, vorgeschlagen, ein Wohn- und Arbeitsprojekt zu erstellen, aber natürlich in der ersten Herangehensweise ohne die Grundeigentümer zu fragen. Also wir haben ihnen dann das Buch mitgebracht und gesagt, das ist eigentlich der Anfang des Gesprächs, die Idee in diesem Buch. Vielleicht können Sie den Andreas Hofer für uns mal so ein bisschen charakterisieren. Was für ein Typ ist er denn eigentlich? Also ich glaube, ihn prägt die Suche nach der Innovation in ganz unterschiedlichen Belangen. Eigentlich in den Herausforderungen der Fragestellungen der Zeit. Auf der einen Seite in der Ökologisierung der Gesellschaft. Jetzt vor allem im Zusammenhang mit dem Bauen natürlich, oder? Das ist unsere Profession. Also wie müssen Häuser der Zukunft ausschauen, dass sie in einem vernünftigen Verhältnis zum Klima stehen? Das ist sicher die eine Geschichte. Und die andere ist die soziale Frage. Also wie sehen Wohn- und Lebensräume der Zukunft aus, dass wir uns sozial weiterentwickeln und das Potenzial, das eigentlich im menschlichen Sein steht, auch nutzen können. Und ich glaube, dieser Drang, solche Dinge auszuprobieren, das prägt ihn relativ stark, prägt auch mich relativ stark und ist natürlich ein guter Leitfaden, jetzt auch in dieser ganzen IBA-Diskussion, oder? Das sind ja genau die Fragestellungen, also was ist das Wohnen der Zukunft, was ist die Arbeit der Zukunft? Und ich glaube, die Voraussetzungen, wenn man so unterwegs ist, sich dieser Aufgabe zu widmen, sind gut. Was denken Sie denn, wie wichtig ist Andreas Hofer für die IBA? Das kann ich nicht beurteilen, natürlich von Zürich aus. Ich kenne Stuttgart viel zu wenig. Aber erfahrungsgemäß ist das gut, wenn jemand von außen kommt in eine neue Region, weil man ist eigentlich unbelastet, auch ein bisschen unverdächtigt. Wir Schweizer werden ja auch ein bisschen teilweise unterschätzt. Das hilft uns, die Türen zu öffnen. Dass man nicht zuerst als grossspurig wahrgenommen wird, sondern eigentlich charmant mit Understatement reinkommt. Aber ich glaube, gerade wenn es darum geht, in der Region Stuttgart, ich meine, wo diese Umstrukturierung in der Industrie vonstatten gehen wird,
wir wissen das, also wir kennen ja die Diskussion jetzt auch vor allem im Automobilbereich, der wichtig ist auf der Arbeitsplatzseite. Das sind große Veränderungen und man muss sich trennen von Ideen, die man mal hatte, von Vorstellungen und Werten, die man mal hatte. Und da hilft es vielleicht, wenn man von außen gespiegelt wird und jemandem von außen aufzeigen könnte, was Möglichkeitsräume sind. Und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, weil wenn man aus dem Ort kommt, dann ist man ja so verflechtet und auch irgendwie verdächtig, irgendeine hinten Agenda zu haben. Und darum hilft das, glaube ich, wenn man von außen kommt. Sie hatten jetzt gerade gesagt, dass, ja, dass man auch sich trauen muss, etwas Altes zu verändern. Und fällt es Andreas Hofer leicht, sowas? Puh, ist eine ganz schwierige Frage. Ich war natürlich erstaunt, dass auf der einen Seite sind wir in unserer Tätigkeit oder waren wir gemeinsam in unserer Tätigkeit sehr gefordert vom Alltag und all den 1000 Projekten, die man miteinander bewerkstelligen muss. Das hat uns sehr stark und mich so fordert es immer noch relativ stark heraus, dass man immer auf verschiedenen Hochzeiten tanzen muss gleichzeitig. Und für ihn war das ein bisschen eine Befreiung zu sagen, jetzt habe ich nur noch ein Projekt. Aber natürlich, wenn man dann genau hinschaut, sind es wieder Tausende. Da bin ich nicht sicher, ob sich das wahnsinnig verändert hat. Aber er ist natürlich ein Typ, der die Herausforderungen schätzt und diesen Sprung jetzt gewagt hat. Ich meine, mit 55 nochmal so einen Schritt zu machen, das ist so wie der letzte Arbeitsabschnitt. Das ist eine spannende Herausforderung. Aber natürlich, der Schritt war groß, eigentlich alles hinter sich zu lassen und auch den Ort, wo man herkommt, zu verlassen und irgendwo wie ein neues Standbein aufzubauen. Was denken Sie denn, welche Bindung empfindet Andreas Hofer zu Stuttgart? Ich glaube, ihn treibt das Interesse an der Region und das kennenzulernen. Also ich mag mich erinnern, als er Assistent war an der RETH bei den Umwelt-Naturwissenschaften, haben die so Case-Studies gemacht in verschiedenen Regionen der Schweiz und da war er auch mal im Appenzellerland und in Toggenburg, in den Regionen, wo die Textilfabrikation stark war und verschwunden war. Und das hat ihn immer interessiert, sich dann dem Neuen zu widmen und die Zusammenhänge und die Konzepte an anderen Orten kennenzulernen. Und ich glaube, das hat ihn auch da gereizt. Und jetzt, ohne dass sie jetzt lange Zeit zum Nachdenken hat, welches Wort fällt Ihnen bei Andreas Hofer als erstes ein? Umtriebigkeit. Warum? Ja, weil er versucht, diese Dinge, die ihn beschäftigen, auch umzusetzen und denen Raum zu geben. Und ich glaube, gerade so ein Ausstellungsprojekt ist natürlich ein perfekter Ort, das zu machen. Leute einzuladen, bestehende Tendenzen aufzunehmen und darzustellen. Ich glaube, das ist für ihn eine gute Art, genau das weiterzuleben. Was schätzen Sie denn jetzt ganz besonders in der Zusammenarbeit und auch in der Zeit zusammen mit Andreas Hofer? Also was mich immer fasziniert hat, ist das gemeinsame Weitertreiben von Ideen und das eben nicht bei Ideen zu belassen, sondern das auch umzusetzen. Also wie mit der Gründung dieser Wohnbaugenossenschaft war das zu Beginn natürlich anstrengend und auch nicht sehr aussichtsreich. Und wir haben während Jahren eigentlich gemeinsam die Kraft geschöpft, an diesen Projekten dran zu bleiben und so dran zu bleiben, dass sie am Schluss auch realisiert werden konnten. Also das habe ich immer sehr geschätzt. Also dass man wusste, dass das nicht jemand ist, der bei der ersten Hürde gibt, sondern weiter versucht und dran bleibt. Können Sie sich denn jetzt auch vorstellen, den Andreas Hofer mal in Stuttgart zu besuchen? Ja, natürlich, das ist schon länger geplant. Unsere Terminkalender stehen uns teilweise im Weg, aber ja, das werden wir tun. Also wir werden mit unserer Firma auch hingehen und uns zeigen lassen, was sich da in Stuttgart tut, auf jeden Fall. Was würden Sie dann gerne mit ihm in Stuttgart unternehmen? Also interessant ist sicher die ganze räumliche Verteilung der Stadt. Und natürlich möchte ich dann gerne sehen, welche Projekte jetzt die IBA angestoßen hat oder durch die IBA angestoßen wurden und was jetzt da abgeht und was der Plan für die Zukunft ist. Also ich meine auch der ganze Wandel der Automobilindustrie, da ist man schon ein bisschen gespannt, ob man da diesen Change schafft. Dringend nötig ist es ja. Sehr, sehr schöne Worte von Ihrem Kollegen Andreas Wirz. Fühlen Sie sich jetzt gut repräsentiert durch ihn? Ja, wir kennen uns natürlich so lange, das sind ja fast eheähnliche Zustände.
Aber er hat sie beschrieben als umtriebig. Ja. Passt es? Würden Sie sich auch so beschreiben? Ach, ich glaube, wenn es das schon gegeben hätte, wäre ich als ADHS-Kind behandelt worden. Das ist gut. Also gut, dann war es fast eine Untertreibung. Ja. Er hat ja auch gesagt, dass Sie dadurch, dass Sie als Neuer in die Stadt kommen oder als Unbedarfter an das Thema rangehen oder auch mit neuen Ideen, sehen Sie das auch so? Und was kann vielleicht auch eine Hürde davon sein, wenn man als Neuer in eine Stadt kommt? Also das ist sicher grundsätzlich so und es ist vermutlich in Stuttgart noch ausgeprägter so. Es ist schon eine Stadt, die sehr stark über Polarisierung auch funktioniert, die sich zum Teil seit Jahren gespaltene Grüppchen gegenüberstehen und da kannst du eigentlich nur zum falschen Stamm gehören. Also das habe ich schnell gelernt, auch als ich so gewisse Gremien zusammenzustellen versuchte. Wenn du den hast, dann musst du den, darfst den aber nicht. Also das ist ein unlösbares Puzzle. Insofern ja, klar. Und es hat natürlich auch etwas mit Internationalität. Also ich glaube, wenn du jetzt ernsthaft eine IBA mit einem Anspruch machen willst, dann musst du dich auf allen Ebenen auch dieser Internationalität und dieser Offenheit stellen. Das pflegen wir jetzt auch als Firma selbstverständlich mit unserem Kuratorium, mit unseren Angestellten. Also das ist mir ein extremes Anliegen, da diese Offenheit eigentlich auch im Alltag zu leben. Jetzt, Sie haben diese Grüppchen angesprochen, ich will Sie jetzt nicht in Verlegenheit bringen, aber haben Sie da mal ein Beispiel? Weil das ist schon interessant, diese Spaltung, die Sie beschreiben, worin macht die sich fest? Also wo können wir da ein bisschen locker lassen? Ja, also für mich als Architekt ist wirklich, natürlich die Stuttgart hat die beiden wichtigsten Architekturströmungen des 20. Jahrhunderts geprägt. Und das ist bis heute nicht ausgefochten. Also diese eher technokratischen, ingenieurgetriebenen, wirklich spätmodernen, würde man heute sehr wahrscheinlich sagen, versus das eher steinerne, aber auch sehr sorgfältige, robuste, starke, das hat sich in verschiedenen Wellen immer wieder manifestiert, vom Weißenhof zum Kochenhof, dann könnte man auch sagen, zwischen Staatsgalerie und Benisch, Bollwerk. Und heute haben wir Lederer Ragnarsdottir Roy, die ich weltweit als eines der stärksten Büros zutiefst bewundere. Und daneben einen Achim Menges mit seinen Carbonfaserwickeleien. Also das ist natürlich mal spannend in der Geschichte. Dann gab es das S21-Trauma, selbstverständlich. Das hat die Stadtgesellschaft gespalten und ist nicht verdaut. Und dann gibt es noch so kleinere tribale Abgrenzungen in der Kultur und natürlich auch in der Gestalterszene, wo ja zum Beispiel halt auch zwei ganz große Szenografiebüros hier auf dem Platz sind und die werden sich vermutlich beruflich und inhaltlich beim einen oder anderen großen Museum auf der Welt um den Auftrag kämpfen. Also das begegnet dir an ganz vielen Orten effektiv. Ich finde das hochspannend. Eigentlich ist es ja Vielfalt, ja? Ich frage mich aber auch, wie man dann solche Gruppen zusammenbringt oder muss man die immer zusammenbringen? Man muss grundsätzlich nicht. Was natürlich spannend ist, im Vergleich jetzt auch zu Zürich, also das ist eine Kategorie, die ich mir sehr stark überlege in den letzten Wochen, was sind diese 500.000 Städte? Das hat so eine eigene Logik. Also ich selber bin so in einer wirklichen Kleinstadt, 20.000 Einwohner, in die Mittelschule gegangen und da merkst du, da musst du einfach weg, oder? Also das Ding ist irgendwie
du kennst jeden und es gibt die drei Kneipen und da, also es gibt Leute, die das lieben und die das dann ein Leben lang brauchen, aber für mich war völlig klar, da musst du einfach weg und du musst in die größte Stadt, die es in dieser Schweiz gibt, und das war halt Zürich. Und Stuttgart ist eine ähnliche Kategorie, einfach von der Dimension, auch noch sonst gewisse Parallelen. Und ich glaube, dass diese Städte ein Problem und ein Potenzial haben. Also ich möchte nicht in Berlin, also ich liebe Berlin, aber wenn du in Berlin bist oder wenn du in Paris bist, da frisst dich die Stadt auf. Mhm. Also du kannst nicht stadtprägend sein in so einer Stadt, das ist auch richtig. Die Stadt ist einfach immer stärker. Also lässt aber dadurch auch gewisse Nischen zu, die muss sich auch nicht um alles kümmern. Also da passieren Dinge, die sind nicht vorgesehen und dann sind sie einfach irgendwann da und die sind dann vielleicht gut oder schlecht. Und Zürich und Stuttgart sind natürlich Städte, die sehr stark von weltweiten Strömungen beeinflusst sind, die auch diese Intelligenz vor Ort haben, in verschiedenen Bereichen, jetzt in meinem Bereich auch, wo du aber gleichzeitig schon auch das große Rad drehen kannst. Mhm. Und das führt vermutlich auch zu einem Lauern. Also du kannst da nicht im Verborgenen etwas entwickeln und dann ist es plötzlich da, sondern du bist sofort in einer Verhandlungssituation. Mhm. Das Parkhaus ist eigentlich das schönste Beispiel. Ja. Also es gibt einen Satz, wir machen da eine kleine Machbarkeitsstudie über die Bausubstanz dieses Parkhauses. Und schon ist das ein Politikum. Schon bist du in der Stuttgarter Zeitung. Das würde doch in einer großen Stadt keinen Menschen interessieren. Also, ja, ja. Aber ist ja auch schön, oder? Also da kann man ja dann auch dadurch viel mehr verändern oder viel mehr die Stadt prägen. Es ist schon auch ein bisschen provinziell. Also muss man sagen. Ja. Also die Stadt hat immer ihre Nischen gefunden, im Theaterbereich zum Beispiel, das finde ich bewundernswert, auch immer wieder so völlig unerwartet Mut gezeigt. Also das fängt beim Weißen Hof an und die Staatsgalerie hätte man ehrlich gesagt Stuttgart auch nicht so richtig zugetraut. Also es gab offensichtlich S21 übrigens auch nicht, könnte man sagen, oder? Ja. Also da übernimmt man sich regelmäßig in einem schon fast weltmännischen Anspruch, was ich ja großartig finde. Auf der anderen Seite hat es natürlich dann im Alltag du kannst keinen Satz sagen und schon bist du quasi auf der einen oder auf der anderen Seite oder in einem riesigen Disput drin. Das hat schon auch was etwas Behinderes. Also es fehlt die großstädtische Lässigkeit. Interpretiere ich das richtig? Oder die Weltläufigkeit oder das Entspannte? Es ist etwas dazwischen. Also es fehlt natürlich eben die weltstädtische Lässigkeit oder auch der Kontrollverlust des Weltstädtischen. Und was aber auch interessant ist, jetzt gerade bei der IBA, weil wir ja ein regionales Projekt sind und ich mit sehr vielen Bürgermeistern und Gemeinderäten auch jetzt in diesen mittleren Städten außerhalb von Stuttgart zu tun habe, es fehlt dann halt auch, ich habe meine Leute im Griff, jetzt versuchen wir mal was, das ziehen wir jetzt durch. Was ich zum Teil... Es fehlt Mut. Ja, es fehlt Mut. Also das erlebe ich jetzt wirklich, das ist natürlich ein bisschen gemein im Vergleich, weil die nichts mit uns zu tun haben wollen, von den umliegenden Kommunen, mit denen habe ich nichts zu tun. Ja. Aber mit denen ich zu tun habe, die sagen häufig, wir nehmen jetzt die IBA, um mal das zu machen, was wir sonst nicht gemacht hätten oder gekonnt hätten. Ich habe meinen Gemeinderat so weit im Griff, die stimmen dann schon ja. Und jetzt ziehen wir das durch und jetzt machen wir diesen internationalen Wettbewerb und versuchen was. Und das ist natürlich in Stuttgart nicht so. Da bist du zuerst dreimal im Gemeinderat und man dreht sich und... Ja, macht Ihnen ja, Sie haben vorhin gesagt, das ist der geilste Job in Europa. Wenn das jetzt so hört, dann denke ich mir, Ich habe ja keine
irgendwie royalistischen Allüren, oder? Also ich bin frei von jedem Starrwinkel. Ich möchte nicht, dass man mir den Weg freigeräumt hat und dann rollt er seine großartige Ausstellung aus. Dann würde ich sicher verzweifeln in dieser Stadt. Das ist schon so. Ich finde also solche Kräfte und Prozesse auch faszinierend. Halt die gerne auch aus, das hat ja auch der Andreas Wirz gesagt. Wenn man so etwas wie einen Leitstern hat, ich überzeuge auch gerne Leute. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig missionarisch, aber wenn ich mir dann mal was überlegt habe, dann möchte ich schon das wenigstens erklären können. Und inhaltlich guter Streit finde ich schon. Spannend, das bringt uns auch weiter. Insofern, was habe ich kürzlich gesagt? Stadt ist Zumutung, Stuttgart ist manchmal ein bisschen viel Zumutung. Ja, wir wollen ja mit dem Podcast auch dazu beitragen, dass es vielleicht in eine andere Richtung geht. Das wäre ja eigentlich ganz gut. Was ich auch ganz spannend fand, was der Andreas Wirz gesagt hat, ist, dass Ihnen die soziale Frage auch sehr, sehr wichtig ist. Und das ist ja in Stuttgart ein Riesenthema. Also wenn man versucht, wenn ich mir jetzt auf einer Website nach einer Wohnung suche, ist es für mich oder für Freunde von mir eigentlich fast unmöglich, eine Wohnung in der Innenstadt zu bekommen, weil es einfach viel zu teuer ist. Und ich bin Normalverdienerin. Jetzt muss man mal noch schauen, es gibt noch Leute, die noch weniger verdienen. Das ist ja wirklich... Ich habe auch so das Gefühl, dass das eben nicht besser wird, sondern noch schwieriger. Wie wirkt das auf Sie und wie versuchen Sie, diesem Problem entgegenzukommen? Also für mich ist die soziale und die ökologische Frage sind so wie Konstanten in meinem Leben. Meine Vorfahren waren Fischer. Und mein Vater war der Erste, der da quasi raus ist, übrigens als Automechaniker, und so quasi diese Nachkriegsmoderne gesucht hat und weg wollte aus diesen bäuerlichen Lebensverhältnissen. Ich habe aber beides erlebt und ich habe diese Fischerverwandten, die es immer noch gibt bis heute. Fischer in der Schweiz, das muss ich mal fragen. Ja, wir haben Seen. Okay. Also wirklich Berufsfischer, Berufsfischer an diesen Innerschweizer Binnenseen. Okay. Und ich habe da einerseits so eine Community erlebt, die ich später auch in gewissen Wohngemeinschaften, also das waren so 15 Leute und dann auch gerne noch 3-4 portugiesische Gastarbeiter, wenn es viel zu tun gab, einfach um einen Tisch, so in zum Teil ein bisschen unklaren Verwandtschaftsverhältnissen, also dann gerne auch noch ein paar Kinder, die einfach da waren und so. Das habe ich erlebt noch als quasi urbäuerliche schweizerische Vergangenheit. Und ich habe da auch die Umweltzerstörung erlebt. Also die sind dann wirklich eigentlich in diesen Umweltkrisen der 60er Jahre praktisch verschwunden. Mhm. Hat sich jetzt wieder, das ist so eines meiner ersten Erlebnisse mit einem Onkel, den Bau einer Kläranlage, oder? Das vielleicht kommen wir da wieder raus. Also das ist wirklich für mich absolut prägend, diese beiden Dinge. Also wie leben Menschen zusammen und wie verhalten sie sich zu ihrer Umwelt? Auch dieses Passive der Fischerei vielleicht, da kann man nicht mit Dünger was machen, also das ist da oder nicht. Gut, und das fällt mir jetzt einfach auf, das geht weiter, das dreht sich. Und in dem Sinn dann natürlich schon über eine auch gesellschaftspolitisch kritische Jugend dann während dem Studium auch diese Verdrängungsprozesse in der eigenen Stadt erlebt, dann merkst du lernst da einen Beruf, der eben quasi strukturelle Gewalt ausübt, um es mal so zu sagen, oder wo du auch auf der falschen Seite stehen kannst. Ja, das hat dann natürlich dazu geführt, dass wir da aktiv Gegenwehr geleistet haben mit dieser doch jetzt langjährigen und auch ziemlich erfolgreichen Arbeit in der Genossenschaftsbewegung. Und das ist für uns als IBA natürlich jetzt auch ein Thema. Auch hier, das ist nicht ganz unumstritten, diese Ersatzneubautätigkeiten, da geht preisgünstiger Wohnraum verloren, das weiß ich, das sind Eingriffe, aber
wir machen das hier ganz bewusst, weil wir Vertrauen haben in die Leute, die das tun, dass die das eben auch in einer nachhaltigen, zukünftigen Perspektive tun. Wir haben Gott sei Dank kein Ersatzneubauprojekt eines privaten Investors bei uns im Portfolio. Also nicht Gott sei Dank, sondern ich glaube, wir würden uns da sehr schwer tun und das vermutlich auch nicht machen. Mhm. Haben Sie manchmal das Gefühl, Sie werden mit falschen Erwartungen auch konfrontiert? Also Jana hat das angesprochen mit dem Wohnraum, das ist eine soziale Frage, die spielt in Ihrem Projekt eine Rolle, aber jetzt können Sie ja nicht als der Ober-Oberbürgermeister sozusagen hier den Wohnraum oder Stuttgart wieder so attraktiv machen, dass auch Menschen hier wohnen können, die vielleicht am unteren Einkommen irgendwie Verdienste nur haben. Haben Sie das Gefühl, dass Sie manchmal mit falschen Erwartungen konfrontiert werden? Nein, respektive die Leute verstehen das dann auch sehr schnell. Also ich sage, wir suchen das Exemplarische. Ich meine, der Weißenhof mit seinen 61 Wohneinheiten hat jetzt auch nicht das große Wohnungsproblem in den 20er Jahren gelöst, aber hat sicher einen Beitrag geleistet zu diesen Siedlungsbewegungen in Frankfurt und Berlin, wo es dann in der Quantität stattfand. Also ein Ausstellungsformat als Mainstream, das wäre ja absurd, das wäre ein Widerspruch in sich. Also wir brauchen diese Freiheit. Insofern ist Züblin für mich schon fast ein bisschen zu prominent. Ich hätte eigentlich lieber ein anderes Projekt als... Nein, einfach weil es so offensichtlich mitten in der Stadt liegt. Also ich glaube, es ist keine schlechte Strategie, ist so aus dem unbeobachteten Ecke eine Nische zu entdecken und aus der heraus etwas zu entwickeln. Also abgesehen davon, dass ich Peripherie hier in der Region wirklich ein eigenes spannendes Thema finde. Also wir müssen jetzt nicht über die Open-House-Sanierung diskutieren als IBA. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist ein zivilgesellschaftlicher, politischer Prozess. Wir müssen die Freiräume suchen, wir müssen das Exemplarische suchen, um da möglichst radikal sein zu können. Mhm. Das verstehen die Leute, das kann man denen erklären. Mhm. Was da ja auch mit reinspielt, ist die Verbindung von Arbeitsplatz und Wohnen. Weil man ja auch dadurch mehr Platz generiert. Es gibt zum Beispiel auch einen Architekten in Berlin, der ein Haus konzipiert hat, das Tiny-Wohnungen hat, also wo man wirklich auf kleinstem Raum wohnt, aber Gemeinschaftsräume hat, in denen man zusammenarbeiten kann, zusammen wohnen kann. Was halten Sie von solchen Konzepten? Gut, haben wir teilweise natürlich auch in dieser ganzen Cluster-Wohndiskussion, das ist ein bisschen auf unserem Mist gewachsen, in diese Richtung studiert, hat etwas mit gesellschaftlicher Veränderung zu tun. Was mich im Moment eigentlich fast mehr beschäftigt, ich habe wirklich auch lange selbstverständlich gesagt, wir machen Wohnungsbau, obwohl das schon seit Jahren dann sehr stark auch Richtung Quartier und Quartierinfrastruktur und so geht. Aber heute rede ich eigentlich gerne über das Ende des Wohnungsbaus. Im Sinne von das, was man auf dem Weißenhof sieht, diese Separierung, dieses Zelebrieren des Wohnens in gesunder Licht, Luft, Sonne, das war ja eigentlich auch dieses Trennen der Arbeit als Lebenszusammenhang von der Rekreation möglichst weit draußen. Und das hat jetzt auch wieder etwas mit dieser Fischerkindheit zu tun. Ich meine, da gab es diese Trennung so nicht und ich will das jetzt überhaupt nicht romantisieren, aber auch vor den ganz aktuellen Entwicklungen der digitalen Fabrikation einer Industrie, die in vielen Teilen auch wirklich stadtverträglicher wird, wäre mein Bild im Moment, dass wir in 20 Jahren nicht mehr von Wohnen und Arbeiten und folgerichtig auch nicht mehr von Wohnung und Fabrik sprechen. Und das ist vielleicht jetzt ein bisschen verrückt, aber ich glaube, das könnte wirklich quasi Hypothese dieser IBA werden, dass wir dieses 150-jährige Paradigma überwinden, auslöschen, dass wir wirklich den Wohnungsbau eigentlich killen. Dann hat Corona ihn eigentlich in die Hände gespielt, so gesehen. Weil es plötzlich das ja, zumindest in manchen Teilen, es geht ja, muss man ja aufpassen, nicht alle können zu Hause arbeiten. Gerade die industriellen produzierenden Arbeitsplätze, da geht das nicht. Aber in vielen Fällen ging es, wo man vorher vielleicht dachte, hups, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hat ihn das in die Hände gespielt? Ja, natürlich. Also ich würde es ein bisschen anders formulieren. Wir haben vorher
solche Konzepte schon diskutiert und sie zum Teil auch erkannt. Und da ja Corona wie jede Krise einfach mal Brandbeschleuniger ist, sind natürlich diese Ideen, die viele Leute vorher vielleicht noch ein bisschen schräg gefunden haben, sind dann plötzlich über das lebensweltliche eigene Erleben wie in den Vordergrund gerückt. Also ja. Insofern, ja, Corona hat uns bestätigt, könnte man auch sagen, und hat gewisse Dinge, über die wir geredet haben, beschleunigt, normaler gemacht. Aber vor allem, finde ich schon, es hat uns bestätigt. Mhm. Was ja dann ganz viele Auswirkungen hat. Es hat ja auch Auswirkungen auf die Mobilität in der Stadt. Wir haben ja viel, immer noch Verkehre, die durch diese Trennung von Arbeiten und Wohnen zustande kommen. Gewisse Erwartungen hängen da dran. Es ist ziemlich spannend. Wir haben viele dieser Fragen, merke ich jetzt, die münden auch in unserem Fragebogen. Deswegen. Sprich Stuttgart. Fragebogen. Nehmen wir den jetzt mal. Na, weil das ist tatsächlich, mir fällt das jetzt so auf. Ja. Stuttgart 21 haben Sie angesprochen, das ist ja eine Riesenkiste. Wir machen nicht nochmal 2 Stunden, aber was ist Stuttgart 21 für Sie? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, weil Sie ja erst gekommen sind, als im Prinzip die Würfel natürlich schon gefallen waren. Aber wie Sie richtig bemerkt haben, es ist eine Spaltung in der Stadt gewesen und wahrscheinlich immer noch. Oder wie sehen Sie es wahr? Oder wie nehmen Sie es wahr? Also als IBAB ist, glaube ich, eine Woche, nachdem ich gewählt wurde, kam so wieder eine Presseerklärung von der Deutschen Bahn, es geht jetzt noch mal 2 Jahre länger, und dann haben alle gesagt, oh, Ihre IBA ist tot. Und ich habe gesagt, na Gott sei Dank, geht dieser fällig an mir vorbei, oder? Und ja. Nein, das hat etwas mit diesem Offensichtlichen zu tun. Also hinter dem Bahnhof ein neues Quartier bauen, das ist so offensichtlich, dass das ist mir jetzt ein bisschen zu wenig subversiv, um es mal so zu sagen. Mittlerweile bin ich sogar überzeugt, dass es der Region Stuttgart, also verstehen Sie das richtig, eigentlich gut tut, wenn sie noch an 2, 3 anderen Orten üben kann, bevor sie an dieses Jahrhundertding rangehen muss. Mhm. Also diese ganze Diskussion, wie kreiere ich Städte in dieser Dimension, das ist eine riesige Herausforderung. Und es gibt diesen Großsiedlungsbau seit den 60er, 70er Jahren nicht mehr. Mit der IBA haben wir jetzt doch ein paar fette Brocken im Portfolio. Und ich fände es eigentlich eine schöne Geschichte, wenn wir jetzt in dieser Perspektive 27 diskutieren lernen könnten, bevor man die entscheidenden Schritte dann auf dem Rosenstein tut. Mhm. Aber das mal so jetzt quasi im IBA-Kontext. Ansonsten ist das halt schon, ich glaube, das Ambivalenteste, was man einer Stadt antun kann. Und das ist überhaupt noch nicht entschieden, mit so einem massiven Eingriff quasi die Stadtgesellschaft zu spalten und die Stadt auch physisch zu spalten. Also ich habe heute Morgen wieder mal versucht, da drüber zu kommen, das ist ja nicht ganz einfach. Über Jahre, oder? Ja, ja. Über Jahre in der Hoffnung, so etwas mit einer großtechnischen Lösung dann ein, auch muss man auch sagen, 150-jähriges Problem dieses Zapfens, der noch die letzte Öffnung aus der Bucht heraus zumacht und die Trennung zu Bad Cannstatt und zum Fluss noch radikaler macht, oder diesen Ausbruch jetzt wagen zu können. Ich bin unglaublich gespannt auf, also ich hoffe, dass die das jetzt einfach mal fertig machen, dass es funktioniert. Und dass man dann, ich habe es ja vorher mal gesagt, wenn dann ein Haus steht, dann geht es häufig sehr schnell, dass ich dann wirklich, im Moment kann ich mich damit ja noch nicht versöhnen. Aber das wäre schon Ihre Perspektive oder Ihre Erwartung oder Hoffnung, dass man sich dann damit versöhnt, weil etwas Neues entstehen kann. Ich würde dieser Stadtgesellschaft wirklich gönnen, weil es hat auch positive Seiten. Ich höre ab und zu mal bei diesen Montagsdemos noch so zu. Mhm. Das entwickelt sich ja zum Teil fast ein bisschen zu einem Speaker-Corner, wo über irgendwelche Themen geredet wird, die gar nichts mit der 21 zu tun haben. Also da nehme ich schon auch eine Diskurskultur und ein Lernen an Prozessen wahr. Die haben eine Qualität für die Bürgergesellschaft. Aber es sind natürlich schon sehr viele eben auch
wirklich hässliche und negative Auswirkungen. Und ich kenne, glaube ich, keine Stadt, die über ein Bauprojekt so stark, also betroffen, das betrifft ja wirklich jeden, aber dann eben auch im Ja-Nein-Diskurs gespalten wurde wie Stuttgart. Also es fällt mir jetzt kein Beispiel ein, wo ein Bauprojekt eine solche, vermutlich wird das die Stadtgeschichte auch prägen. Also unbedingt. Ich meine, es war schon im Haus der Geschichte, als jetzt der Jahrestag war, konnte man ja sehr gut nachvollziehen, wie hochemotional das quer durch die Stadt ging. Es ist immer wieder, wir thematisieren es natürlich auch hier im Podcast immer wieder, weil es eigentlich, das ist verrückt, es gibt niemanden, den dieses Thema nichts angeht. Es gibt wirklich niemanden. Jeder hat einen Bezug dazu. Manche haben es erlebt. Wir empfehlen an dieser Stelle Elisabeth Kabatek, die bei dem Schwarzen Donnerstag live dabei war, mehr oder weniger reingerutscht ist und das hat ihr Leben geprägt und verändert in manchen Teilen sogar auch. Das war sehr anschaulich. Also es gibt immer wieder, es gibt Menschen, die sagen, es ist ein tolles Ingenieursprojekt. Das ist tatsächlich ich. Ich habe eine Führung gemacht, bin kein Ingenieur. Mich hat es schwer beeindruckt, wie dort vorgegangen wird. Aber es ist natürlich, wie haben Sie gerade gesagt, große Geräte. Es ist Wahnsinn, was da an Mengen bewegt wird. Unglaublich. Ja. Gut, was ist Stuttgart 21? Was dazu ja passt, ist ja auch das Thema Mobilität. Das prägt Stuttgart ja auch ziemlich. Vielleicht können Sie den folgenden Satz vollenden. Mobilität in Stuttgart heißt für mich? Wir kommen mit den Ich habe ja am Anfang das Gefühl gehabt, die schmeißen mich nach 3 Monaten raus, unter anderem wegen solchen Fragen. noch spannend, wenn man es jetzt vor dem S21-Hintergrund anschaut, es ist ja klar, dass das die Leute existenziell in ihrer Geschichte, in ihrer Stadt prägt. Das nehme ich auch ernst. Ich habe auch sogar dieses Ingenieur-Faszination, die kann ich sogar nachvollziehen. Man tut sich natürlich keine Freude als Stadtgesellschaft. Und ich glaube auch nicht, was gewisse Leute sagen, dass man sich damit jetzt in den letzten Jahrzehnten die quasi Intelligenz oder Expertise erworben hätte, um pionierhaft in Mobilitätsbereichen zu sein. Das war ja ein bisschen die Hoffnung. Mhm. Ich glaube nicht, dass das passieren wird und ich wünsche aber gleichwohl der Stadt, dass sie diesen Transformationsprozess halbwegs heil überstehen. Aber wie verfolgen Sie die Diskussion, um das zu, was Anne fragt, nochmal nachzuhaken? Also ich habe das Gefühl, also wenn wir Fahrradspuren diskutieren, wenn wir diskutieren Parkplätze an der Markthalle, also wirklich ganz kleinteilig, aber da geht's, das ist wie Züblin. Da geht sofort die Decke hoch und das wahrscheinlich, die Marktbeschicker machen alle pleite, die Fahrradfahrer kriegen sowieso nicht das, was sie wollen und ich weiß nicht, das ist hoch emotional. Warum ist das so? Also das ist natürlich überall so. Ja. Das ist sogar jetzt in der Schweiz und wir haben keine Autoindustrie. Wenn da irgendwo, da gibt es einen historischen Parkplatzkompromiss, der irgendwann mal in den 90er Jahren zwischen links und rechts geschlossen wurde. Die gleichen Diskussionen und die Ladenbesitzer, die das Gefühl haben, ihr Geschäft geht pleite. Ich glaube, das ist überall so, weil natürlich unser Lebensstil. Ja, natürlich, aber Zürich ist doch eigentlich gerade ein gutes Beispiel. Die Autos sind ja mehr oder weniger aus der Innenstadt verschwunden, wenn ich das richtig wiedergebe, oder? Das ist nicht so. Ich glaube, jede Stadt kämpft mit diesen Herausforderungen und dann gibt es die spektakulären Entscheide, wie in Paris zum Beispiel, wo jetzt die Anne Hidalgo natürlich schon auch sichtbar etwas produziert hat, was jetzt aus meiner Perspektive der Stadt unglaublich viel gebracht hat. Eben, ich habe es gesagt, ich glaube, Stuttgart kann in diesem Bereich nicht pionierhaft sein, weil da einfach zu viel quasi in den Genen widersprüchlich angelegt ist. Und ich würde es auch nicht erwarten. Also
Das heißt, Sie... Das halten wir jetzt noch ein paar Jahre aus. Genau, das würde ich gerade sagen. Wir halten das einfach aus. Gucken. Wenn durch neue Wohnformen weniger Mobilität da ist, ergibt sich das vielleicht von selbst. Ich komme nur drauf, weil wir hatten ganz am Anfang, habe ich das Alphabet durchgemacht und Cem Arat hatten wir hier, der für diese 700 Meter B14 stimmt nicht, vom Neckartor bis zum Marienplatz, ist es mehr, eine Konzeption gemacht hat, die finde ich, wenn ich drauf gucke, so toll, weil da so viele verschiedene Lebensräume auf einmal wieder sichtbar werden. Aber die Voraussetzung ist einfach 50% weniger Verkehr. Und da denke ich immer, sagen Sie es ruhig, Herr Hofer. Dass eine halb so breite Straße vermutlich aus der Fußgängerperspektive angenehmer wäre, das ist jetzt nicht so überraschend. Dafür brauche ich eigentlich keinen internationalen Architekturwettbewerb. Gut. Aber vielleicht wollen wir ein bisschen positiv bleiben. Was hat denn Stuttgart für Sie, was andere Städte nicht haben? Also schon der Landschaftsraum. Also Zürich ist in dem Sinne auch noch vergleichbar mit dieser bewegten Topografie. Du kommst oben sehr schnell raus. Auch das ganze System hier ist ja auch wahnsinnig komplex. Also ich finde jetzt die Stadt nicht schwierig von der Orientierung, aber wo jetzt genau Süden ist, das habe ich bis heute noch nicht so richtig herausgefunden. Weißt du, da so in diese Klingen und Dinge rein, und wenn du von Zürich kommst und zuerst nach 180 Grad dich mal falsch einsortierst, bist du sowieso schon, also dieser Reichtum, ich versuche dann ja eine Stadt auch zu verstehen mit diesen Mineralwässern und den ganzen geologischen Geschichten und den historischen Achsen und der Solitude und was es da alles gibt. Also das ist natürlich schon Schloss, Schlossgarten, Entschuldigung, also wer hat sowas, das da beim Bahnhof beginnt und dann mal so ein paar Kilometer rausgeht? Das ist natürlich schon großartig. Finde ich auch super schön. Also ich immer wieder, wenn ich hierher komme, dann bin ich da unten super gern. Und ich finde, es gibt aber auch super viele schöne Plätze, die man als Außenstehender nicht kennt und nicht gleich sofort sieht. Also zum Beispiel... ich glaube, das war der Englische Garten, oder? Das ist die richtige Bezeichnung. In München. Ist in München. Den haben wir ja nicht. Aber wie heißt es da, wo dieses... Du meinst den Stadtgarten an den Uni-Hochhäusern? Ja, genau. Ja, der wird ja gerade auch versucht, neu zu definieren, weil der ja mal ein bisschen runtergekommen ist. So kann man das, glaube ich, freundlich formulieren, oder? Und ich finde die Überlegungen, das eben, und das, da hast du völlig recht, wir haben schon schöne Plätze, aber die Fristen... oft ein stiefmütterliches Dasein. Jedenfalls geht mir das so. Ja, und die Zerschneidung ist natürlich häufig, man könnte fast sagen, deshalb sind das so Kleinode, weil sie natürlich wie als Inseln in einem tosenden Ozean erlebt werden. Aber klar, ja. Was muss man aus Ihrer Sicht in Stuttgart unbedingt mal gemacht haben? Also ich finde schon, eigentlich in jeder Stadt, die Stadt erwandern. Wir machen zum Beispiel auch bei jeder Stadt immer die Endhaltestelle des öffentlichen Verkehrs. Also versuchen, diese Transekte zu verstehen. Mhm. Auch diese Brüche und Bruchlinien. Und von denen hat es in Stuttgart jetzt natürlich einfach ein breites Angebot. Was für eine schöne Idee. Ich fasse das zusammen. Vom Marienplatz hier rausfahren nach Rot und zum Beispiel dieses Labor angucken. Wenn wir das mit dem Podcast heute gekriegt haben, dann haben wir, das fände ich schön, wenn das funktioniert. Unsere berühmte Schlussfrage lautet, sprich Stuttgart plant eine Stuttgart-Soap. Wie lautet der Titel? Beim Grillen im Schlossgarten. Also, das ist so eine
so eine faszinierende Community, die sich an einem Sommertag da um diese Grossgrills im Schlossgarten versammelt und du bist so in einem Marrakesch-Rauchwolke drin und ich kann mir vorstellen, dass da ganz viele spannende Leute getroffen werden könnten, mit denen ich in dieser ganzen Diversität und Vielfalt mir eine Saub vorstellen könnte. Beim Grillen im Schlossgarten. Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge bitte richten an hallo@sprichstuttgart.de.